Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu GTA Roleplay. Immer noch am 25. September 2023. Die Episode. Phoenix, danke für dein Sub gibt. Die Episode ist vom gleichen Tag, das ist super wichtig. Wir sind an der gleichen Stelle, wo die letzte Folge aufgehört hat, wo der Typ hier in den Blumentopf gekackt hat. Dazwischen gab es einen Old-V-Stresstest und wir haben Cyberpunk 2077 gespielt. Das Ganze kommt natürlich auch auf YouTube. Falls ihr genauso wie ich absolute Grafik-Nerds seid und wirklich was Krasses sehen wollt, checkt unbedingt das Let's Play zu Cyberpunk 2077 ab. Sowas Kräftiges habe ich noch nie gesehen. Also ich saß hier mit einer Kinnlade. Ich habe jetzt Cyberpunk 2.0 installiert und Phantom Liberty. Absolut geisteskrank. Und aktuell, Chat, wenn ich Cyberpunk spiele und ihr lasst währenddessen zwei Subgifts da und ihr habt Cyberpunk mit eurem Twitch-Account verbunden, dann es ist absolut krank, was hier gerade abgeht, Chat. Dann bekommt ihr tatsächlich eine Waffe in-game. Ja, absolut crazy. Also, ich sag's nochmal, es ist, die Folge setzt jetzt genau da an, wo die letzte Folge aufgehört hat. Und es ist immer noch der 25. September 2023. Wir machen immer noch die GTA-RP-Woche. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Jeden Tag 12 Stunden Streams. GTA-RP. Okay? Poggers, Poggers, Poggers. Danke, 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 danke. Für euren großartigen Support. Wir sind auf dem Weg zu den 5000 Subs again. Und morgen, Leute, kostet der Subge 25% weniger. So, weiter geht's. Dankeschön. Für die Änderungen bezüglich der Schrotflinten und MP5s müssen wir noch ein paar schwarze Sporttaschen und MP5 bestellen. Ich denke, wir reden hier über eine Anschaffung von ca. $200.000, wenn man den Preis einer MP5 betrachtet. Sofern sie keine Anwender haben, würde ich das Geld beim Mofa beantragen. So. Leck mir Marsch. Alkohol und Edmos, danke, 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 danke. Leute, ich kann nur Dankeschön sagen. Ich kann mehr nicht sagen gerade, ne? Ist absolut crazy. So. Leck mir am Arsch. Ey. Das war ein Sub. Ist absolut Eskalation hier gerade. Hola. Hallo. Hallo. Ja, wo seid ihr denn? Ja, wir kommen sofort, Walter. Ja, ich warte bei Michelro, ja? Ja, bis gleich. Nurki, dankeschön. Und der Bart haut auch mal eine 5-Star-Bombe raus. Leute, was ist denn hier los? I can't believe this. Ich hab doch gar nichts gemacht. Danke, 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 danke. Ich hab doch gar nichts gemacht, Chat, ich hab doch gar nichts gemacht. Dankeschön. Ey, ist halt so krass. Vielen Dank. Der Pate, dankeschön. Nurki, dankeschön. Danke euch allen. Danke. Crazy, Leute. Check. Hype Train Level 3 einfach. Okay. S-Map. 5000 Subs gegen die Hater. Ach, Leute, das müsst ihr nicht machen. Das ist ja Hilli Vanilli. Ja. So. Ist ein Kühlschrank voller Wallis Brause und sie nehmen sich ein Wasser, oder? Ja, vielleicht würde ich ja mal gesund leben, Herr Kokum. Fände ich gut. Ich habe direkt einen Mieter heute, ne? Direkt einen Mieter in der Medios. Ja, jetzt gehen wir erstmal da schön das Geld überweisen, Herr Kokum, ne? Hast du noch ein Wasser, Walter? Achso, ich habe selber hier. Ja. Ich kann ja mal meine Kontonummer sagen, Herr Kokum. Nee, sagen Sie mir gleich, dann überweise ich direkt. Ja, dann gehen wir jetzt. Ja, dann halten wir beim nächsten Geldautomat. Los geht's. Der Dr., ne? Larsen. Ja. Unser ziviler Angestellter, der Psychologe, hat jetzt gerade erfahren, dass seine beste Freundin erschossen wurde, die Kronzeugin. Der ist komplett zusammengebrochen gerade. Ist er denn? Und das Problem ist, seine Wohnung ist die alte Wohnung von seiner Freundin, die jetzt erschossen wurde. Ja, und der will da einziehen. Nee, den habe ich jetzt gesagt, der kann jetzt die Nacht. Was ist mit dem denn jetzt los? Der umarmt die Bäume. Wild. Der guckt in den Himmel und streckt. Wahnsinn. Abschließend, Chat, danke für den großartigen Support. Danke, liebe Community, für jeden Sub, für jede Donation, für jeden Bit, für alles. Warum hat Garfield die beste Freundin eine Kronzeugin? Ja, es hat sie nicht eine Kriminelle? Nee, die ist nicht kriminell. Okay. Also zumindest nicht unserem Kenntnisstand her. Der ist komplett fertig, ey. Scheiße. Mich auch ein bisschen mitgenommen. Ja? Ey, du standst so einfach parteilos daneben. So. Ich hab geredet und ich auch einfühlsam war ich. Mr. Tremblay? Hallöchen, Commissioner. Kurz zwei Fragen. Wir haben noch Bestellungen offen.
Ja. Ist es okay, wenn wir die Sachen durchführen? Also es ist einmal Feuerlöscher und das zweite waren Taschen für die Ausrüstungskammer und so. Ein bisschen Ausrüstung. Wie teuer ist denn das Budget? Also wie viel Geld müssen Sie ausgeben? Ja, das kann ich Ihnen sofort sagen. In einer Sekunde. Einmal ist es für die Feuerlöscher, wären das $450 und für die Ausrüstung werden es tatsächlich, weil es. Ach genau, Ferngläser noch mit drin sind. Für die Deputies wären das insgesamt $19.000. 19.250. Okay. Müssen Sie entscheiden? Ja, passt. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung? Okay. Ja. Und die zweite Frage wäre, wir haben tatsächlich auch die Alamos oben. Problem ist tatsächlich, dass die von den Deputies jetzt das Feedback kam, dass die für das Gelände jetzt nicht so gut geeignet sind. Und da die Scouts sich besser eignen würden. Und die auch eine Ramba vorne haben. Also ob es in Ordnung wäre für Sie, wenn wir die einmal austauschen würden gegen Scouts. Wie viele Fahrzeuge sind denn das? Das sind insgesamt, Rebecca, es waren drei, ne? Scouts, Alamos, ne? Ja, genau, drei normale und ein Supervisor. Das ist im Prinzip nur vier Fahrzeuge, die ausgetauscht werden. 1:1. Kann aber sein, wegen der speziellen Lackierung, dass es länger dauert, bis die Fahrzeuge kommen, ne? Ja, die hatten die schon mal. Also tatsächlich müssen wir nachfragen. Es kann aber sein, dass die tatsächlich ein bisschen schneller geht. Also zumindest so die Info von Cypress. Ja, was kostet das? Da müssen wir nachfragen tatsächlich erst. Also ich will erst die Genehmigung von Ihnen haben, damit ich nachfragen darf. Ja, fragen Sie mal nach und sagen Sie mir dann Bescheid. Okay. Mache ich so, alles klar. Und dann würde ich tatsächlich die Tage noch mit Ihnen sprechen wegen BCSO, ja, wenn das passt für Sie. Ah ja. Ja, alles klar. Machen wir. Weil jetzt heute wird es ein bisschen eigentlich außer Dienst jetzt gleich. Wissen Sie, ob Sanders im Dienst inzwischen war oder sich gemeldet hat? Hat er sich bei mir, ich guck mal kurz, ob er sich bei mir gemeldet hatte. Nee, bei mir hat er sich noch nicht gemeldet. Okay, weiß ich Bescheid. Er suspendiert. Ja. Alles klar, Herr Tremblay. Genau. Jo. Schönen Abend dann noch, perfekt, ja? Das war's auch schon, ne? Jo, dann gleichfalls, bis dann. Danke Ihnen. Ciao, ciao. Okay. So. Wie viele Leute sind auf dem Server-Chat? Oh. So, soll ich Ihnen mal vorlesen, was die Call Me Daddy-Frau geschrieben hat? Oh Gott, okay. Ja. Dann dein Date hier, ja. Vielleicht mal Hilfe. Ja, ja. Also, die hatte mich letztens versucht, irgendwann um 24 Uhr anzurufen. Dann habe ich geschrieben. Doch gar keine 24 Uhr. Bitte? Ja, egal, weiter. Habe ich geschrieben, war das letztens ein Booty-Call. Dann hat sie geschrieben, na Moment. Dann hat sie geschrieben, also ich denke nicht, dass mich ein Booty-Call siezen würde und dann so ein lachendes Schmiley, was so schwitzt. Dann habe ich ein Schmiley-Face gemacht, Doppelpunkt D, und geschrieben, hätten sie wohl gerne. Und jetzt schreibt sie vielleicht, wenn man mal Eis essen war, zwei so Häuser. Und jetzt ruft Frau Suarez an. Hill? Direkt in Love. Stören Sie. Ey, oh Gott. Komm, wir gehen zum Automaten. Komm. Herr Kokom, ich sage, die Dame, ja, mit der weißen Fleck um die Stirn. Slippy. Viel Drogen. Mhm. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Jetzt weiß ich nicht genau. Ihre Entscheidung. Machen wir was oder lassen wir es? Ja, wir können nicht einfach hingehen und sagen, nur weil sie einen Stirnband tragen, sie haben Drogen. Das, ja, können wir halt nicht machen. Gutes, ne, Argument in dem Fall. Überhalten können wir die ein bisschen. Überfahr die Mann. Holen Sie das mal. Polizeiliche Maßnahme auch hier. Polizeiliche Maßnahme. Beim Mittelfinger, die holen wir uns. Was haben die gesagt? Tyrone Henderson kenne ich, ja. Schon hauen die alle auf dem Fahrrad ab, Herr Kukrum, ne? Wo die Cops da sind. Sehen Sie, Drogen, Fahrrad, sag ich doch. Der Slippy ist, wenn eine Person so nicht greifbar ist oder dann ist jemand Slippy. Was redet der denn da jetzt schon wieder von der Scheiße? Ja. Den gibt es ja. Nee, wir haben gerade Menschen gerettet. Wirklich, der hieß Slippy. Das Slippy. Der lag möglich, hier, ja, am Straßenrand, hat der gesleept einfach. Frau Suarez, dann ne, danke für den Anruf, jederzeit wieder. Was ist jetzt los, Hill? Bis dann, tschüss. Wer, was? Frau Suarez hat mich angerufen. Ja, warum denn? Wegen Sleepy oder was? Nein, weil da ein Ausdruck gefallen ist, den sie nicht verstanden hat und ich habe sie aufgeklärt. Dann ruft die dich an, du hast doch selber keine Ahnung, was das heißt. Doch, habe ich. Ich verstehe alles, ich spreche es nur nicht perfekt. Perfekt, da sind wir sehr weit von entfernt. Was machen wir denn jetzt hier? Jetzt gibt's hier Geld. So, und Walter, was mache ich denn jetzt mit dieser Call-Me-Daddy-Frau? Das gehen wir jetzt nochmal in Ruhe durch. Moment. Okay. Erstmal kurz.
Betrag 180, ne? 185, ja, guck um. Ach komm, ich gebe ihn 186. Bereit? Meteor Street. Street. Kontonummer bitte. 862. Ja. 899. Ja. 04. Hillisp, Notar. Müsste da sein. Okay. Walter White steht hier. Okay. Ist soeben eingetroffen. Glückwunsch, Herr Kokom. Handschlag drauf. Ich hab. Auch wenn es cremig wird, aber Handschlag drauf. Yes, sehen Sie mal, wie uncremig das alles ist. Ein bisschen die rauen Hände. Bitte? Von Walter. Nee, warte kurz auch. Jetzt. Warte mal kurz. Was macht er denn jetzt? Ich muss mal weg kurz, okay? Oh, guck mal, da ist Auto. Guck mal. Was machen die denn da jetzt? Weiß ich nicht. Was ist los, Männer? Alles gut bei Ihnen? Ja, klar, und selbst? Ja, Nachi muss kurz Hände eingrillen. Nachi muss kurz gucken, ob im Automat noch Geld ist. 414 1030 hier in Nordseite, Legion Square. Wollen Sie zufällig diese zwei Fahrzeuge da, die gerade abgebogen sind, hier rein? Ja, ja. Die haben gesagt, die wollten mich überfahren, sind aber abgehauen und haben Mittelfinger gezeigt. Ist nicht so wichtig. Ja, ja, mutig. Okay, alles klar. Mehr wollen wir nicht. Okay. Jo. Schönen Abend. Schönen Abend. So, Walter, ja. Dann sag mal, was soll ich der Call Me Daddy Frau denn jetzt antworten? Du warst immer. Was so gut hat die denn genau geschrieben? Lies doch mal in Ruhe. Okay, also ich habe geschrieben, hier, ob das ein Booty Call war, dieser nächtliche Anruf. Dann hat sie geschrieben. Was also, ist denn ein Booty Call? Na, wenn man hier mal möchte. Das, was du bekommen hast, als du bei mir warst. Hä? Eine Nummer schieben. Ich bin bei dir um mein Leben gerannt und abgehauen. Ja, nee, du hast einen Booty-Call von einer hübschen Blonde dann bekommen. Ich, wenn, doch noch wenn ich die Nummer geschoben haben sollte, dann mit einer Kakerlake, die ich mit nach Hause genommen habe, aus deiner Bude. Ja, wenn du darauf stehst. Ja. Auf Tiere. Egal, erzähl weiter jetzt, komm. Also Booty-Call. Sie hat dann geschrieben, also, ich denke nicht, dass mich ein Booty-Call siezen würde. Und dann Smiley-Face, das lacht so und schwitzt so ein bisschen. Und dann habe ich Doppelpunkt D geschrieben. Und dann hätten sie wohl gerne, Punkt. Und dann hat sie geschrieben, vielleicht, wenn man mal ein Eis essen war. Und dann so ein Häuschendach, Häuschendach. Ja. Und jetzt? Ja, was antworte ich denn jetzt? Ich glaube, du gibst mir mal die Nummer und ich kläre das für dich. Ja, aber ich will ja, sie soll ja einen Eindruck bekommen, dass ich auch selbstständig bin. Ja, der Nation ist ein guter Wingmans und wir klären das. Komm, mach mal klar. Klar. Was nicht, aber hier, Handshake muss noch hier, Wohnung. Ja, Moment, ich muss mal. Wie heißt sie denn? Die, Eve. Die Anna. Was war das? So, muss doch noch hier. Also, die heißt eigentlich anders, also länger, irgendwie Eve ist eine Abkürzung, aber ich weiß noch nicht wofür. Und ich habe sie als Eve in Klammern Call Me Daddy eingestellt, weil wegen der Party. Die war da. Mo, du hast keine Ahnung, also was RP ist, oder? Ja. 642. 642. 550. 550. Die heißt Eve, ja? Eve, ja. Poison Hallo. Eve. Hallo, guten Tag. Hier ist ein guter Freund vom Herr Hill. Sprich doch mit Eve. Ja, so ist mein Name. Wunderbar. Folgende Sache. Haben Sie gerade eine Sekunde Zeit? Kann man sich mit Ihnen treffen? Also der Hill ist auch dabei. Aber der muss Ihnen was Wichtiges erzählen. Und er kann gerade nicht, er kann Sie gerade nicht anrufen. Ich rufe gerade an, weil er muss Ihnen was Wichtiges erzählen. Also, was haben Sie damit zu tun? Ich bin sein bester Freund. Warum kann er mich nicht anrufen? Weil sein Telefon leer ist und der liegt hier gerade und ist komplett fertig mit der Welt. Ist alles, also wie komplett fertig mit der Welt. Ne? Ja, also. Danke, Walter. Das würde er Ihnen dann persönlich erklären. Haben Sie gerade eine Sekunde? Also, wir können ihn jetzt auch nicht alleine lassen, aber der wollte unbedingt mit Ihnen reden. Waren gefühlt irgendwie gerade so, der hat das gerade vor sich dahin genuschelt. 413, hört Sie kommen. Alles klar, aber.
Also ich kann vorbeikommen, aber wo soll ich hin? Und ist wirklich alles in Ordnung? Sie können mir einfach Ihren Standort... Nein, das ist alles in Ordnung. Sie können uns einfach den Standort schicken, dann kommen wir vorbei. Wir sind auch in Dienst, also als Police Officer. Keine Sorge, wir werden... Alles ist in Ordnung. Aber, genau. Das müsste der Herr Hill Ihnen persönlich sagen. Ich bin beim Genkis, ansonsten... Okay, dann kommen wir mal dahin, ja? Alles klar. Gleich. Ich habe jetzt keine Ahnung, was wir daraus machen sollen. Nee, jetzt stehe ich so da, als wäre ich irgend so eine Heulsuse. So ein Waschlappen. Ein Whiny. Der liegt einfach hier. Ja, guck mal, wir machen es einfach. Du bist halt durch die Nachricht von hier Garfield, bist halt super traurig. Was jetzt oh mein Gott, doch. Ich habe eine Idee. Doch, dann bist du ein einfühlsamer Typ auch. Ja. Ernest, ja auch. Pass auf. Geht dir gar nichts an. Doch, du erzählst, dass du heute eine traurige Nachricht von einem Freund gehört hast. Du machst dir so Sorgen um ihn. Du hast seine beste Freundin wurde ermordet. Einfach. Nee, das musst du ja nicht sagen. Also der besten Freundin ist was passiert. Du hast dich gerade um ihn gekümmert. Und du wolltest einfach mal, weil du darüber nachgedacht hast, dass das Leben so kurz ist, hast du an sie gedacht und wolltest einfach mal fragen, ob alles in Ordnung ist. Und deine Kollegen... Eigentlich wolltest du direkt aus dem Dienst gehen und mit ihr was machen. Genau. Und wir haben Nein gesagt. Genau, und die Kollegen Kukum und Walter haben dich dorthin gefahren. Und wir gehen auch auf Abstand. Wow, ey! Fahren wir mal los, was? Ja. Du bist übrigens kein Schauspieler, Mel. Das bin ich nicht. Ich habe gehört, dass du deinen Dreh abgesagt hast. Was? Ja. Und gerade hast du McCord Productions angeschrien. Die werden dich nie wieder nehmen für irgendwas vom Mission Row PD. Wen habe ich angeschrien? McCord Productions. Wann habe ich heute jemanden... Heute habe ich niemanden angeschrien. Nee. Zurechtgewiesen, sagen wir. Aber ach, die drei Knallköpfe da. Ja, das sind deine Arbeit, deine die Schauspielleute da. Deine McCord Production war das. Nee, das waren... Weiß ich nicht, ob die damit was zu tun haben. Oder das war Hill, nicht, ich sage dir gerade, das war McCord Productions. Ja, die Productions. McCord Productions besteht aus 100 Leuten, die alle zum Teil Knallköpfe sind. Okay, Mr. McCord war das. Irgendein Feuerwehrmann und irgendein andere. Und ja, die... Jetzt? Hill, stopp jetzt. Wir müssen jetzt kurz ein bisschen den Hill in die Rolle kriegen. Der ist ja Schauspieler gewesen. Hill, mach mal ein bisschen so ruhige Stimmlage. Ganz ruhig reden, mach mal. Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Ja, du bist traurig, dramatisch. Ja, genau so, wie du es gerade gemacht hast. Super. Da ist eine illegale Straße rein. Schon gut. Mit einem Auto oder was? Guck mal, wie schnell der fährt. Aber das andere hat jetzt Vorrang. Stimmt. Ja, okay. Hier ist der da auf der Bank. Weiß nicht, wie die aussieht. Wie sieht die denn aus? Wieder drin? Oder wie sieht die aus? Ist die das auf der Bank, Hill? Ich glaube, das ist... Hill. Oh, so eine mit Zettel. Ja, was denn? Wie sieht die denn aus? Ich will wissen, wie die aussieht. Ja, wir müssen doch wissen, wie die aussieht. Ja, dunkle Haare. Die da auf uns zukommt? Das ist sehr gut möglich. Ich kläre das, Moment. Ernest, ich bin stolz auf dich. Das hast du wirklich gut... Oh, Ma'am, sind Sie... Kommen Sie mal her, bitte. Ernest, wirklich, das... Gut. Sind Sie derjenige, mit dem ich eben telefoniert habe? Genau. Hi, Ernest. Hallo. Ernest, ist alles okay? Geht das, Ernest, oder brauchst du Hilfe? Ist in Ordnung? Ja, mit... Guck mal, gib mir mal dein Handy. Ich lade mit USB-C im Auto mal auf. Okay. Danke. Der Herr Natschi und ich, wir warten dann mal da drüben, ja? Mhm. Oder wir holen uns was zu essen. Ja. Mhm. Hallo. Ist immer schuld. Hallöchen. Matthew. Mein Gott. Nee. Was wird hier geschnackselt? Herr Gott, nochmal. Wann ficken Sie beide endlich mal miteinander? So. Ja, bitte, Herr Weiß, meine Frau steht da drin. Das ist kein Hindernis. Wissen Sie, Herr Dunham, das ist kein Hindernis in diesem Staat. Ja, für andere nicht, aber ich bin treu. Außerdem sind wir beide hetero. Oder? Wir sind gute Freunde. Also, allein für die Stimme würde ich ihn vögeln. So. Ja, Sie, bei Ihnen würde ich auch vielleicht rausschlafen, aber nur, wenn ich hinten stehe. Oh, Gottes Willen. Gut, alles klar, wir holen mal was zu essen. So. Warten Sie, Herr Dunham, wenn Sie hier sind, können Sie improvisieren? Haben Sie einen Love-Song dabei? Haben Sie irgendwo eine Gitarre? Haben Sie eine Gitarre oder sowas? Da vorne, der Hill. Ich habe eine kleine Box. Ja, der Hill da vorne, der hat gerade ein Gespräch mit mir. Kannst du dich dazustellen, dass die Liebe seines Lebens und irgendeinen Love-Song spielen? Der Natschi gibt dir. Nee, die Scheiße hatten wir schon mal mit dem Love-Song. Ich gebe $5,000. Ich gebe $120 hier, 120. Jetzt gib doch mal weiter. Das nehme ich und ich packe noch was drauf. Ja. Komm, Matthew, komm jetzt! Ja, ich habe den ich dir gespielt habe hier, den könnte ich, ne? Hier, also von Elvis. Ja, das ist doch gut. Ja, das ist doch perfekt. Dann, aber einfach daneben stellen und loslegen. Wie viel, Nachi zahlt 4.000, hat er gesagt. Alles klar. Kriegst gleich noch was. Du
Müssen wir uns jetzt angucken. Ich habe für World of Music 10.000 gespendet. Pass auf jetzt. Schön laut. Das wird so gut. Schön laut, ne? Aber wir sind passiv da. Ja. Wir unterhalten uns gerade, also so, ne? Achso, ja, klar. Macht er denn jetzt? Hat er einen Rücken oder was ist da los? So. Er macht irgendwann macht er. Das ist Schicksal. Das ist Schicksal. Das ist perfekt. Also, wenn das nicht die große Liebe wird, ne? Warum passiert sowas immer in diesen Wochen, wenn wir die machen? Ja, das ist, weiß ich auch nicht. Mist, du komm, ey, mach hin jetzt. Was macht der denn da? Du sollst einfach nur singen. 20 bei der Seilbahn Paletto Bay, dort steht ein Fahrzeug am Standstreifen 20. Ich hab keine Ahnung, ich glaube, der hat einen Schlaganfall oder was? Ah, nee, der geht schon. Nein, Nazi, nein. Ich tanze nicht. Bitte? Was ist hier für eine Gut. Wow. Nee, die haben alles versaut jetzt. Die haben reingeschrien, ist zu laut und alles. Was? Wer? Das ist doch scheiße. Wer? Wer? Ich wollte jetzt gerade richtig. Wer denn? Ja, Mr. Hill gemacht. Hat die ganze Zeit rumgeschrien. Was? Er fühlte sich gestört dadurch. Ja, das ist natürlich nicht ernst. Essen gehen. Warum hast du das nicht direkt so gesagt? Was? Ja, ich bin manchmal ein bisschen schüchtern. Ach, mein Gott, Ernest, ist schon in Ordnung. Das kann man schon alles regeln. Ja, sind sie überhaupt, Ma'am? Wie alt sehe ich denn aus? Ist das hier ein Schauspiel? Wieso so? Anfangs. Wobei, doch, ich möchte, also einen wunderschönen guten Abend. Ich bin die Eve. Ich möchte Hallo, Schauspielerin Eve. Werden. Genau, danke schön. Genau, ich bin seit einer Woche hier auf der Insel und es freut mich sehr, euch alle kennenzulernen. Hallo, Eve. Hallo, wir Eve. Freuen uns auch, Eve. Aber nehmt es mir nicht übel, ich nehme kurz eine Minute mit Ernest. Na Gott. Klar. Ernest. Erst Ernest. Sehr Ernest, ran Verdammte Scheiße, könnt ihr euren Wagen mal vorne? Fahr weiter jetzt! Das Parkverbot. Fahr weiter jetzt! Aber ein bisschen vorwärts, oder wie parken wir da? Komm, ich schieb auch, komm. Gracias. Schieb den Wagen mal hier. Oh. Hey, hallo. Los. Victor. Komm, ich nicht, geht nicht. Komm jetzt hier, weg hier. Los! Eine Feuerwehrzufahrt hier. Das habe auch halt wirklich keinen Parkplatz. Oh. Das, ihr blockiert einen wunderschönen Parkplatz. Da können ja auch stehen. Ma'am, ey, beruhigen Sie sich. Ist ja gut. Jetzt fahren wir weg jetzt hier. Komm. Ich bin also. Ich habe keine Midlife Crisis. Ich würde sagen schon. Warte. Wieso sagt heute jeder zu dir das? Ja, wir telefonieren. Bitte betrügt mich nicht mit Falter. Oh nein, das System spinnt irgendwie rum. Was ist denn das jetzt? Wow, sehr erwachsen. War jetzt aber keine große Hilfe. Ah, hier muss man drücken. Das ist ein Kleinkind. Wer denn? Wer ist ein Kleinkind? Sie, Mr. Weiß. Der auf dem Fahrersitz. Ach so, und können Sie mir erklären, warum? Dieses Verhalten. Ich geh rein. Aber wo ist denn? Dieses Verhalten. Gott, lass dir mal Eier wachsen, du Idiot. Haben Sie nicht laut gesagt, auf Vorsicht, hier sind Fahrdingsstreifen. Ey, euer Parkplatz aber auch wirklich jetzt hier. Wie parkt ihr denn da am roten Bordstein? Ich mach ein Ticket fertig. Mach mal Platz, ich mach Ticket fertig. Aber doch. Ihr habt doch gerade den Parkplatz da. Warte doch mal. Er braucht ein paar Klamotten, ich hab so feine Klamotten. Hä, was ist denn jetzt? Der macht auf einmal Secondhand-Shop hier am Fenster. Ich brauch tatsächlich für einen Krimi den einen Anzug irgendwie, ne? Ja, hab ich drin, aber du kommst. Hä, wie du hast den drin? Wo hast du den drin? Was ist denn jetzt los? Wie, warum machst du Klamotten immer im Kofferraum? Weil ich gestern Sachen geschenkt bekommen habe, mir da. Oh, ich müssen.
Ey, passen Sie auf. Ich hab da so ein Hemd und so, sieh? Ja. Vorsicht, Vorsicht, mein Fuß. Ja. Ja, aber Sie dürfen da nicht parken, das geht nicht, ne? Dann parke ich um, sieh, komm rüber. Ja. Super, nee, gerade ist schwierig, ich bin im Dienst, da komme ich nochmal so drauf. Sind Sie öfter hier, oder was? In West Pussy findest du mich mir das. Ja, okay, ey. Wo denn? Oder in Del Perro, ich wohne in Del Perro. Okay. Del Perro, alles klar, komme ich drauf zurück. Alles klar, adios. Joey. Mein guter Madre. Hat der gerade West Pussy gesagt? Nee, West Pussy. Ja, das klang wie West Pussy. Ey, Larsen hat geschrieben. Moment mal eben. Was sagt er? Oh, mir auch. So. Wir hatten das gerade von Ihnen gesagt. Kommen Sie mal zur Seite, bitte. Ich möchte das gerne, dass Sie mir das mal in Ruhe erklären, warum Sie ein Problem haben. Er hat was gesagt? Entschuldigung. Ja, nicht Sie, Mr. Kang. Sie können sich wieder hinsetzen. Alles gut. Wer war denn da? Mr. Kang hat wirklich ein Problem mit uns gerade tatsächlich. Warum? Warum? Was hat Mr. Kang für ein Problem? Besser gesagt, wir haben auch gerade ein Problem. Wir müssen Sachen wiedergeben, die wir nicht haben. Okay. Sie, hier, Sir. Sie mit dem weiß-schwarzen Ding. Kommen Sie mal mit, bitte. Ich glaube, das bist du. So. Also. Na, wie kann ich denn weiterhelfen? Was haben Sie denn gerade zu mir gesagt? Das ist ein bisschen Kinderschiss hier mit den ganzen Sirenen an. Ja, was habe ich denn zu Ihnen gesagt, warum das passiert ist? Ja, Fehlfunktion, aber ja. Ich glaube hier eher weniger. Woher sind Sie Experte auf dem Gebiet? Wollen wir ganz kurz zum Fahrzeug gehen? Ich mache Ihnen die Motorhaube auf, Sie legen sich drunter, wir holen noch einen Wagenheber und Sie gucken die Elektronik durch. Kann ich von mir aus machen. Ja, welchen Beruf haben Sie? Ich? Ja. Ich arbeite momentan in der PSB Group. Ja, also Sie sind Banker und wollen jetzt... Das nicht. Okay, sondern... Ja, das muss ich Ihnen ja wohl nicht sagen. Warum sind Sie denn schon wieder so anti, Sir? Kennen wir uns? Was hat man Ihnen denn getan? Mir hat man heute noch nichts getan. Okay, warum sind Sie dann so anti gegen das LSPD wieder oder gegen meine Person? Nee, jetzt gerade eben wegen dem Verhalten bin ich anti. Mhm, okay. Und warum verhalten Sie sich gerade so, dass wenn man Sie fragt, was Sie beruflich dort machen, dass Sie wieder so reagieren müssen? Weil ich dazu keinen Grund sehe, geschweige denn, warum ich das sagen sollte. Bisschen kindisch, ne? Sie sagen mir, dass ich kindisch bin und legen dieses kindische Verhalten selber an den Tag. Ja, ist mir, kann Ihnen auch gerne mal Dienstausweis zeigen. Zeigen Sie doch mal. Security Guard. Ah ja. Ja. Ja, schauen Sie mal, Sir. Wir sollten in nächster Zeit, glaube ich, eher zusammenarbeiten, anstatt dass Sie solche Sachen hier äußern, wissen Sie? Ja, dann ist es aber auch nicht so schlau mit den Sirenen direkt von dem Laden. Ja. Kann auch mal gut sein, dass die Leute mit Hörproblemen sind und das tut dann nicht so gut. Was wollten Sie sagen? Ein bisschen empfindlichere Ohren haben oder sowas. Ich wollte gerade sagen, es wurde saulaut Musik gespielt und das ist doch jetzt nur mal Quatsch mit den Sirenen, oder? Selbst wenn man das extra macht, das ist doch eher als Witz gemeint, aus Späßchen, ne? Anstatt, also das, ich verstehe nicht, also wirklich, dass sie da jetzt so viel Unmut haben, kann ich nicht ganz verstehen. Gegen Speedy habe ich keinen Unmut, nur gegen die Aktion gerade. Ja, also. Gut, alles klar, Sir. Wir danken Ihnen für Ihr Feedback, wir werden das natürlich aufarbeiten und werden, das in Zukunft ändern, Sir. Ja? Ja, dann noch einen angenehmen Dienst. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Sag Ihnen ganz ehrlich, ne? Hören Sie zu, sollte wirklich ein Anschlag kommen oder so und der liegt da, ne? Über den steige ich drüber. Ja doch. Was ein Flitzerpiepe, ganz ehrlich, ey. Nee. Er wollte jetzt hier vor seinen Mädels, glaube ich, ein bisschen noch. Welchen Mädels denn? Ja, die da stehen, so, oder was? Keine gesehen. Manchmal glaube ich, wir sind in Germania und nicht in Amerika. Naja. Ey, aber Hill, hat alles geklappt? Hat er das jetzt gut gemacht? Jetzt schreibt SMS die ganze Zeit in einer Tour jetzt. Ich schreibe gerade Herrn Larsen zurück. Also, ist ja auch, hat ja auch ein Loch, ne? So, oh Gott, ach so, das ist der Psychologe, ne? Ich nehme Entschuldigung, das war. War nicht so gut. Das war. Ich entschuldige mich dafür in allen Tönen. Naja. Das war nicht wichtig. Ja, bei mir müssen Sie sich nicht entschuldigen. Makaber. Nicht. Und Ernest, wie lief's? Was hat sie gesagt?
Naja, das war sehr unangenehm, ne? Fand ich nicht. Die hat getanzt. So, also alles gut, oder wie? Aber die hat getanzt, Ernest. Also, Natschi, fandest du es unangenehm? Ich fand das voll romantisch, war doch geil. Kurz mit dem Song drin. Ich fand das voll cool. Was cool ist. Vor allem, das ist einfach ein fucking Gesprächsthema fürs nächste Mal. Unser erstes Date und dann ist das so gelaufen. Ja, ach, das war jetzt ein Date. Einfach so eine Einleitung dahin. Achso, soll ich sagen, ich führe sie gerne nochmal auf? Ja, richtig. Gute Idee, Ernest. Okay, was schreibe ich denn dann? Auch mit Entschuldigung für meine dummen Kollegen. Ja. Entschuldigung für meine dummen Kollegen. Punkt. Die beiden wollen aber nur das Beste für mich. Die beiden wollen aber nur das Beste für mich. Punkt. Insbesondere mein bester Freund Walter. Insbesondere mein bester Freund Walter. Punkt. Ich wollte dich mal fragen. Ich wollte sie mal dich fragen. Seid ihr noch beim Sie? Dich. Mach sie weg, dich. Oh Gott. Aber dann weiß er, dass es nicht von ihm kommt, weiß sie dann, ne? Ja. Das weiß sie dann schon. Ja, okay, dann macht er wieder sie hin. Alter. Ich wollte sie mal fragen. Ob wir Lust hätten, dass wir zusammen mal was essen gehen. Lust hätten. Ob sie Lust hätten? Mal was essen zu gehen. Mal was. Ob wir beide mal was zu essen gehen. Ob sie Lust hätten, ob wir beide mal zusammen essen. Etwas essen gehen. Oder direkt ein Wochenende in der Bellevue Lodge verbringen. Ja, genau. In einem Zimmer. Soll ich das da mit reinschreiben? Ja, klar. Nein! Direkt Wochenende. Essen gehen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, ja. Ne? Und dann so ein Doppelpunkt-Strich, Smiley. Doppelpunkt-Strich. Oh Gott, jetzt ruft diese Emma Blum. Oh, jetzt ist alles gelöscht. Hill, ich bin furchtbar wütend, Frau Blum. Furchtbar wütend. Mit Ihnen. Ich habe gerade eine halbe Stunde an der SMS gebraucht für eine Frau und jetzt ist alles wieder im Arsch. Fürchterlich wütend bin ich. Fuchs, Teufelswild. Frau Blum, jetzt gibt's besser was richtig Wichtiges. Mafuyu Herz, Mafuyu Herz. Wie es mir so geht. Scheiße, ich bin... Ich lauf gerade grün an. Ja. Warum hört die Frau durchs Telefon eigentlich? Was sagen Sie, Frau Blum? Das ist ein Tilt. Bin ich, ja. Sehr wütend. So. Auf einer Skala von 1 bis Hill bin oh ich Gottes Doppel-Hill. Ach du meine Güte. Also wenn hier jetzt so ein Verbrecher mir in die Finger kommen würde, dann hat der aber, also... Nee, ich verprügel ihn immer nicht. Dann würde der Gerechtigkeit erfahren. Oh Stopp, Gott, ich muss auflegen, das ist ein Verbrecher. Das ist doch kein Verbrecher. Mit Sicherheit. San Andreas Police Department, schalten Sie einmal den Motorabschluss aus dem Atom heute einmal rechts zur Barrikade rüber. Ein Insasse am Vespucci Police Department. Wo? Vespucci Police Department. PZZDZ. So, soll der uns jetzt helfen beim SMS nochmal schreiben, oder? Ja, der kann mal helfen. Wenn der es gut macht, dann muss er nichts zahlen. Der hat ja nichts gemacht. Gott, der ist mal ein Stoppschild gefahren. Wie war das nochmal? PZZ? PZZDZ. Das Stoppschild geht aber nur in die andere Richtung, nicht in die er gefahren ist. Sicher? Ja. Das ist nur auf der rechten Seite. Sophia Phillips gehört das. Fahrer Frank Adams. Ah ja. Psst. Guten Tag, Sir. Los Santos Police Department. Hola. Dürfte mein Kollege einmal Ihren Personal sehen, Sir? Allgemeine Personen- und Verkehrskontrolle. Ja, Vorsicht, langer Name. Hi. Sprechen Sie den Namen mal aus. Tio Lazaro Miller La Rosa. Cooler Song. TL Miller La Rosa. Wem gehört das Fahrzeug? Einer Sophia Phillips. Alles klar. Bin sofort wieder da, ja? Kleinen Moment, bitte. Klar. Haben Sie eine gültige Verbandskasten, Sir? Wunderbar. See.
Haben sie nicht? Sie. Oh. Heißt ja. Ja? Haben sie. Dann zeigen Sie meinem Kollegen den mal bitte. Dann muss ich den aus dem. Ja, genau. Dings, ja. Ja. Genau. Oh, ich kann nicht mehr, ey. Leute. Der McKinney funkt, wie schaut's bei der Dame aus? Und ich verstehe, Schotz feiert. Gott, oh Gott. Genau, wenn sie mir den einmal eben zeigen würden. Dann na ja, klar. Großartig. La da Rosa. Sie haben La Rosa. Kein, La Rosa. Sie haben keinen Wohnort gemeldet. Warum nicht? Wie, was ist da los? Casa ist sehr langsam. Ja, hingehen, melden. Ausweis kennen wir, dauert ein bisschen, aber Sie müssen es, ne? Müssen okay. Da mal hin. Okay. Ich habe mir den Namen mal gemerkt. Machen Sie das mal bitte in den nächsten 48 Stunden, okay? Probieren okay. Sie es. Ich sag, probieren Sie es. Wenn okay? Sie es nochmal erwischt werden, wird es teuer, gibt eine Geldstrafe. Okay. Genau. Aber ansonsten alles in Ordnung. Ich meinen Ausweis wieder? Klar. Bitteschön. Alles klar. So, passen Sie auf. Sie können uns noch bei was helfen. Wie okay. Alt sind Sie, wenn ich fahren darf? 29. Das ist noch relativ jung. Ja, also mein ja. Kollege, der hat hier, Herr Hill, tragen Sie es selber vor, ich halte mich da raus. Nee, Sie müssen jetzt nochmal, also der kann ja mit ergänzen. Ja, hauen Sie erstmal raus. Also wir müssen jetzt eine SMS erwidern an eine Frau. Also wenn Sie jetzt sagen, Sie haben kein Interesse, dann fahren Sie gern weiter. Das ist jetzt mehr so ein privater Gefallen. Aber im Grunde, wir helfen auch den Bürgern, dann können die Bürger uns auch mal helfen, denke ich. Naja. Ja. Können sie auch mal machen. Nee. Gut. Also, das, wir haben uns kennengelernt auf einer Call Me Daddy Party und die ist, wir haben schon SMS. Sind Daddy? Scheinbar bin ich das wohl. Okay. Wir hatten schon so neckischen SMS-Kontakt und dann hatten wir gerade ein Treffen, was relativ peinlich war, wobei beiden Kollegen involviert waren. Jetzt hatten wir. Immer gut. Jetzt hatten wir gerade schon eine SMS fertig und die wollte ich abschicken, aber dann hat mich jemand angerufen und jetzt ist die wieder weg. Wie hatten wir die denn angefangen nochmal, Kollegen? Weiß ich leider nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr. Gott. Nee, irgendwie entschuldigen Sie meine beiden Kollegen oder wie war das? Genau, entschuldigen Sie meine beiden Kollegen. Entschuldigen Sie. Die siezen sich halt, ne? Meine das ist auch noch so ein Ding. Beiden siezen sich? Ja. Ich sieze sie, sie duzt mich. Okay. Warum? Die sind manchmal. Die wegen dieser Daddy-Geschichte wahrscheinlich. Manchmal ein wenig blöd, Komma, aber meine besten Freunde im Leben. So. Und jetzt müssen wir davon dahin kommen, dass wir doch mal ein Date machen sollten. Ich frage sie doch einfach. Ja, genau. Okay, also wollen Sie mit mir ein Date machen? Na, haben Sie nicht mal Lust, was etwas haben Nettes essen zu gehen? Oder, da kommt es wieder, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Oder direkt ein ganzes Wochenende in der Bayview Lodge zu gehen. Ganzes Wochenende. Warum denn nicht? Okay. Auch mal die so richtig kennenlernen halt. Also Walter hat gerade gesagt, das ist so zu richtig viel. Kennenlernen. Also so okay, innige, sagen Sie auch, das ist zu viel Sachen oder was? Hey. Also. Ja, okay, nee, dann bin ich da falsch ja, vielleicht. Also was Nettes essen zu gehen ist. Hey. Oder. Fragezeichen. Irgendwo hingehen oder so. Haben Sie einen schönen Ort, wo Sie gern sind? Er ist zu Hause gern. Ich gucke gern Smart TV auch. Hat er nur nicht mehr jetzt. Ja, also Smart TV. Okay. Also was Nettes essen gehen, Fragezeichen. Aber dann muss irgendwie noch Pep rein, wissen Sie? Ich kann ja nicht so, das klingt ja so altbacken. Alter. Hast du schon mal einen Bus gesehen? Ja, das ist doch super. Haben Sie dann schon ein Smiley am Schluss. Bus. Wir können ja mal damit eine Runde zusammen fahren. Ist Bus dafür eine, also ein Synonym für. Ja, mal damit. Nee, er hat wirklich einen Bus. Achso. Und was für ein Schmeidi-Face jetzt? Doppelpunkt. Mit Zunge. Nee, mit Zunge. Doppelpunkt. Pfirsich und Aubergine, würde ich sagen. Oh, Doppelpunkt. Wie mache ich die? Doppelpunkt. Strich. Strich. Klammer auf, dann lest noch mal vor, bevor du abschickst. Klammer auf. Ja, dann ruft gleich einfach wieder so jemand an hier. Smiley oder was? Entschuldigen Sie meinen. Ich habe das zwischengespeichert, Walter. Scheiße! Scheiße! So nämlich nicht, Walter. Gut, Sie können weiterfahren, Zeug. Danke Ihnen, ja? Okay.
Okay, Mia Moore können Sie noch dazu schreiben. Oh ja, was Mia Moore. Vergessen Sie bitte alles, was Sie gesehen haben. Ich schäme mich in allem. Wie schreibe ich das? Oh nein. Gesehen hab? Oh, ich habe da nur was gehört. Also ich kann noch mal vorlesen. Entschuldigen Sie meine beiden Kollegen. Die sind manchmal ein wenig blöd, aber meine besten Freunde im Leben. Haben Sie nicht mal Lust, etwas Nettes essen zu gehen? Da fehlt was. Haben Sie schon meinen Bus gesehen? Wir können ja mal damit fahren, Smiley Face. Was fehlt denn? Mit der Weiß das Spezielle noch. Ach, soll ich jetzt nochmal hinterher schreiben und Walter ist mein bester Freund? Ja, bitte. Okay, und Walter ist mein bester Freund. So, das ist jetzt in einer einzelnen Nachricht da hinterher geschickt. Ja, und jetzt noch Mia More noch, das, was er hergesagt hat. Mia More, was ist denn das schon wieder? Hier, mein Liebling so. Du Top. Oder meine nicht? Liebe, meine teure. Mia More, Topkeck. Okay, wie schreibe ich das? Das ist gut, die Jugend auch. M-I? Das ist okay. M-I? Leerzeichen? Ja. A? Ja. M-O-R-E. Okay, und dann noch Topkeck. Ja, Topkeck. Topkeck. Also, nee, dann schreibst du noch mal. Hab ich gemacht? Mi Amore, Mi Topkeck. Ach so, ja, das geht jetzt zu spät. Ach komm. Da steht Mi Amore Topkeck. Ja. Ja, wenn sie irgendwann zusammen sind, reimen sie alles zusammen, was sich Spanisch anhört. Okay. Donde Estala Zapateria. Was? Ja. Wo ist das Schuhgeschäft? Machen wir mal los, ne? Okay. Ich danke Ihnen. Ja. Schönen Abend noch. Schönen Tag. Ja, ja, schön. Tschüss. LL Cool Hill. Ach. Bis dann. Lady Loving Cool Hill. Wie sollte uns eigentlich jemand in dieser Stadt nochmal ernst nehmen? Ja. Oh, hört Sie kommen. Ihr Status fort. Komm. Ja, ja. Aktiv West LS, komm. Check, Watch Commander in der Stadt. Die raufen sich, glaube ich, auch die Haare, weil sie die ganze Zeit hier uns anfunken. Sag mal, wenn die geantwortet hat, ja? Was? Bitte? Sag mal Bescheid, wenn die geantwortet hat. Ja, klar. Da sind wir auch dran jetzt, ja. Da sind wir dran. Mann, Mann, Mann. Übrigens war da wohl ein Stoppschild, Hill. Wo jetzt? Der ist über ein Stoppschild gefahren, den wir da angehalten haben. Ist der wirklich? Ja. Warum hat der dann keine Strafe bekommen? Weil ich es erst, als wir weggefahren sind, das gesehen habe. Ach so. Dass du falsch gelegen hast. Wie hat der denn? Ihn da hat er doch. Nein, doch. Ist heute Abend irgendein Event, hat eine Location auf. Können wir irgendwo hinfahren? Ich prüfe. Ja. Zum Friseur wollten wir. Ja, heute. Ah, das müssen das wir. Das kann man mittags machen. Ja, aber die haben Blattulenzen, danke. Leute, meint ihr, wir schaffen die 5000 Subs diesen Monat noch? Genki, wissen wir ja. Schon. Yellow Jack-In. Secret Sins, was ist das? Ach, Getränkemarkt oder was? Beim Yellow Jack-In sind wir besonders gern gesehen. Lolitas hat auf hier. Old Palido Inn und Tiki-Lala. Mirror's Edge. Standen jetzt nicht drin, dass die offen haben, glaube ich, oder? Doch. Nicht hier drin. Doch, auch El Salva. Das ist eine Tankstelle. Nee, Mirror's Edge. Achso. El Salva habe ich nicht gesehen. Informiert. Der Marshall Service hat sich eben abgemeldet. In Portland in dem... Oh, Edo. Ich würde aber sagen, wir haben das schon gut im Griff hier alles, ne? Wie lange machen wir denn heute? Bis eins, ne? Ja. 2 Stündchen noch. Naja. Ruhig geworden, ne? Anständig fahren die auch alle, das ist super. Also heute haben wir kaum Arbeit. Aber mal gen Süden, ne? Guck mal, wo denn die Kollegen rumfahren. Mein Telefon hat gerade so ein Geräusch gemacht für SMS. Oh, hell. Oh, oh, oh. Es ist. Wir sind die Einzigen, die rumfahren. In Klammern, call me daddy. Wie viel Prozentzeichen davon war von deinen Kollegen diktiert? Fragezeichen. Null. Weil jetzt lügen schon vor der Beziehung. Ich kann noch nicht. Also ich bin jetzt null. Vieles, aber kein Lügen. Oh, null. Sag 5%. Ist ja genauso gelogen eigentlich auch. Weil 100% richtig wäre, ne? Ich. Aber du stehst da doch 100% hinter, also eigentlich 100. Also ich schreibe 100%, aber... Und jetzt schreibe ich alles selber. Ja, vorlesen dann. Aber... Und aber noch nicht abschicken, Hill. Erst muss das... Vom Gremium abgenommen werden. Moment!
Was denn jetzt? Da kam noch eine Nachricht dahinterher, aber klar, Komma, können wir gerne machen. Ernest, wir sind im Spiel. Achso, warum wir? Aber wir sind drin. Keine Auffälligkeiten. Ja, und jetzt? Digga, Memo, da gehen wir rein. Ui. Hill, du machst direkt für Krimi-Dinner Karten klar und das ist euer Date auch. Nee, das dauert zu lang. Das dauert zu lang. Das machen wir. Jetzt müssen wir das machen. Jetzt? Was wolltest du jetzt machen? Schnell außer Dienst und dann. Nee, morgen. Morgen. Sag, frag. 403er. Bin ich an sich eine gute Idee. Aber. Ja, ich finde, das sollte man morgen. So sieht man das auch nicht. Wir machen das morgen. Morgen. Frag mal, ob die morgen Abend Zeit hat. 403er, komm. So, um 19 Uhr. Ist das am coolsten? Sag mal, Puppe, hast du morgen 9 Zeit? Nein, wie sieht 19 Uhr? Wie sieht, hast das ja, Oli genau. Alles? Wie sieht es denn morgen mit 19 Uhr aus? Okay. Wie sieht es denn morgen mit 19 Uhr aus? Ich lade auch ein. Check 4-6. Okay. Ich lade auch ein. Aber ich weiß diese Woche immer noch nicht so richtig, wann und wie ich Zeit habe, aber ich kann das mal machen. Für die Liebe. Für die Liebe und die Freundschaft. Ja, es ist ein bisschen schwierig gerade alles. Nee, das möchte ich nicht machen mit Termin morgen. Das ist schlecht. Aber ich schreibe erstmal zurück. Wer hat die jetzt geschrieben morgen nicht oder was? Was? Nee, ich hab mir überlegt, so Termine machen ist gerade sehr schlecht für mich. Das ja, aber da können wir ja immer noch absagen dann. Ich habe die Nummer von der, da kann ich sagen, du bist verhindert. Dann treffen wir uns erstmal mit. Ja. Ach so, ja. Also. Wir können ja auch für dich sprechen. Wir kennen dich doch. Nee, ich muss das andere erstmal beantworten. Also wie viel Prozent? Ich würde sagen 100%, aber es steckt Wahrheit drin. Ich finde, da redest du dich raus ein bisschen. Nee, aber das ist ja korrekt. Nee, ihr habt das ja, also das wurde ja 100%ig diktiert, aber es ist ja auch wahr. Guck mal, ich musste auch mal einer Dame meine Gefühle vorspielen auch, ne? Kannst du ja, jetzt auch mal ein bisschen lügen, ne? Naja. Bei wem denn? Aber... Ja, bei Frau Harley. So, naja, also... sie hat mich gefragt, ob das jetzt ernst ist, aber ich gesagt, ja, schon. Okay, ich habe alles gegeben für die Sache. So, ich habe geschrieben 100%, aber es steckt trotzdem... Wenn der Rains nicht gewesen, dann hätten wir das wahrscheinlich geschafft, sogar ihr Leben zu retten dadurch, ne? Kann wirklich sein, ja. Weiß man nicht, aber es hätte wirklich klappen können. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass Rains schuld ist daran, ne, aber... Er ist ja tot, ne? Die ist tot, ja. Ne, Reigns ist tot. Reigns ist ja, tot? Ja, es gibt ein Gerücht, dass der umgebracht wurde vom Schlechter von Los Santos. What? Ja. Okay. Das habe ich auch noch nicht gehört. Weil man hat Kürze gefunden, wo ein J und so drin ist. Und man weiß nicht, wie das Schlechter ist. Also, aber es gibt immer so der Mythos, dass es Napier wäre, aber das weiß keiner. 403 wieder aktiv. Der kommt jedes Jahr irgendwie raus, ja, ne? Weil der... Weil Wiese News möchte ja natürlich nicht über ihre Quellen sprechen. Wie heißt der mit Vornamen? Joseph. So. Ja gut, J. Einmal im Jahr geht der, macht der was, oder wie? Ja. Ich habe vorhin, wir haben vorhin, beide haben wir den gesehen, den Herrn Esqueda. Der ist mit dem Krankenwagen angefahren gekommen. Was? Arbeitet da wohl im MD. Dachte, er arbeitet bei Wiese News. Der hatte so einen Rucksack auf dem Rücken mit so einem Medizinkram drin und hat da versorgt. Aber ich dachte, er arbeitet bei Wiese News. Nee, bei... War das so? Nee. Observer. Hat er, glaube ich, oder? Vielleicht macht er das ja noch. Hä? Auf jeden Fall ist er im MD jetzt. Ja, was ist das schon? Hat er gut gemacht, da den Verletzten. Ich muss sagen, wir leben in schon tollen Staaten. Da wirst du innerhalb von einer Woche vom Polizisten zum Arzt. Tut mir trotzdem so leid mit ihm, ne? Was das passiert ist. 434 für Watch Commander kommen. Ich hab noch eine Nachricht bekommen. Fahren Sie einmal das Alice Irish Pub an, betreiben Sie kurz. Was denn? Ja, da steht nur eine Kleinigkeit. Ich schätze meine Privatsphäre sehr. Hast du meine Nummer an deinen Freund da weitergegeben? Watch Commander Ende. Jetzt bist du im Arsch, ey. Nachdem, der hat sich mein Handy genommen und die rausgeschrieben, vielleicht so. Nee, ich bin ja ehrlich. Rufen die uns? Wollen wir mal hingehen? Klar. Stadtpark. Moment. 4-1-4. 10:20 Südseite, Stadtpark.
414. So. Guten Hallo. Guten Abend. Wurde um Hilfe gerufen. Wir hatten das so wahrgenommen. Nee, wir wollten Hallo freundlich sein tatsächlich. Ja. Ey, cool, hallo. Gibt es ja noch Menschen, die das machen. Hallo, Chief. Hey. Nee, Chief of Police, Herr Commissioner Weiß und... Chief of Police ist nicht hier. Oh, hey, was geht? Hey. Ja, wie geht's Ihnen? Ja, gut, und Ihnen? Wunderbar. Sie hatten vorhin versucht, mich zu erreichen. Ja, du bist ein Lügner. Warum? Kann ich dir sagen, Mathe. Ja. Musst du dafür nachgucken? Ach so, nein. Na, weil du keine... Also er kann so eine Karte nicht ausstellen. Er hat gesagt, du hast gelogen. Hä? Von welcher Karte redet er? Worum geht's denn jetzt? Von der Gefängnisfreikarte. Doch, der... Du hast gesagt, er kann sie ausstellen und er hat gesagt, nein, das ist Quatsch, du hast gelogen. Das stimmt nicht. Du hast mich angelogen. Nee. Ich hab gesagt... Du hast mich schon wieder angelogen. Dein Chef hat mich schon wieder angelogen. Natürlich. Ja, was ist denn in der Mitte? Es muss einen ausgeben. Nee, das ist gar nicht wahr. Das ist... Hä? Ich weiß nicht, wie gut die Karte funktioniert. Also er kann dir die Karte ausstellen, aber ob sie funktioniert, war die Frage. Ich wollte nur funktionieren und du schuldest mir was. Ja, das hast du aber nicht gesagt, dass du eine funktionierende benötigst. Na klar, wenn ich sag, ich brauch... Du bist echt so bei dir, muss man so... Ich habe dir voll die Story von meiner Freundin erzählt, die mit dir irgendwie so einen Sextraum hatte und dann hast du trotzdem sie nicht freigelassen. Oh Gott, geht das schon wieder los? Okay. Ja, aber ein Sextraum befreit einen ja nicht aus, also das geht ja nicht. Aber er hat gesagt, wenn ich ihm erzähle, was das für ein Traum war, dann lässt er sie gehen und das hat er nicht gemacht. Check 434. Du bist voll der Lügner. Du bist der Lügmischner. Die durfte doch am Ende des Abends gehen. So. Hier ist leider kein Parkplatz. Könnten Sie Ihr Fahrzeug bitte auf einen freien Parkplatz stellen, zum Beispiel da drüben? Männer, verdammt. Okay, dann mach ich's, claro. Danke. Unglaublich. Aber jetzt sofort? Ja, bitte. Danke Ihnen. Ich finde Herrn Weiß eigentlich sehr nett, muss ich sagen. Weiß ich nicht. Also seitdem ich gehört habe, dass er da... hallo? Dass er was? Dass er was? Nein, aber ich finde ihn sehr sympathisch. Ich finde ihn nett, also... Aber was? Ich kann ihn nicht beurteilen. Ich habe ihn nicht kennengelernt. Dass er seit was? Was ist passiert? Ist jemand zu Schaden gekommen? Oh nein. Nee, noch nicht. Wir können wieder gehen, Ariane. Wie sieht denn Frau Barnes aus? Was willst denn du jetzt? Warum bist denn du so frech? Hallöchen. Lass dir nichts von ihm gefallen, Schwester. Sag ihm deine Meinung, auch wenn er der Commissioner ist, er ist ein Arsch. So, ich hab's gesagt, du bist ein Arsch. Genau. Nein, ich mag den Commissioner. Echt jetzt? So, ja? Sagen Sie mir mal, warum Sie gesagt haben, was habe ich gemacht mehr mit dem blauen Haaren? Sie wollten ja gerade was äußern. Was habe ich gemacht? Seit Sie gehört haben, sagen Sie es doch bitte einfach mal. Ich hab nur Gerüchte gehört, dass Sie eine Atombombe hier hochjagen wollen. Echt jetzt? Was? Was? Eine Atombombe? Na klar, warten Sie. Ich hol mir die gleich mal in den Schlaf. Herr Kokum, können Sie kurz die Atombombe aus dem Kofferraum holen? Ja. Komplett jetzt oder? Die komplette, ja. Wir haben ja den Bausatz in drei Wagen. Echt jetzt? Können Sie mir sagen, woher... Das ist gefährlich, ihr könnt damit nicht rumfahren. Können Sie mir sagen, woher Sie diese Information haben? Nein, tut mir leid, das weiß ich nicht. Ah ja, okay. Ihr hört jetzt aber nicht wirklich daraus, oder? Ich bin ja noch gar nicht so lange hier. Ich habe das gehört direkt am Tag der Einreise. Ja, von wem haben Sie das denn gehört? Ja, das weiß ich doch nicht. Ich kenne hier doch niemanden. Gut. Alles. Ich habe einfach nur Gerüchte gehört. Okay. Das macht mir Angst. Also, die denken wirklich, dass ich eine Atombombe habe und die hochjagen kann. Warum kommt er jetzt mit im Koffer? Warum hat der Koffer? Die hat man halt mal so in der Handtasche. Das ist der Koffer mit den... da sind die roten Knöpfe. Und wenn ich den Koffer jetzt öffne und den Code eingebe... Ich liebe rote Knöpfe. Darf ich da mal draufdrücken? Klar, drücken. Oh nein. Wenn das rote Knöpfe sind, würde ich draufdrücken. Push the button. Nee, Chef hat den Knopf. Aber er hat gesagt, das sind rote Knöpfe. Ich liebe rote Knöpfe. Ich muss immer draufdrücken, wenn ich einen sehe. Hier sind keine. Guck, keine. Keine roten Knöpfe. Das sind echt keine roten Knöpfe. Ist das jetzt die Atombombe, Herr Kokum? Mhm. Ah, kam die heute mit FlyOS an, oder was? Ja, klar. Also, ja, denke ich. Weiß nicht. Okay. Ja, nur gut. Nee, wissen Sie, was im Koffer ist? Na, nein. Auf jeden Fall kein roter Knopf. Ich bin enttäuscht. Nein, da sind tatsächlich Goodies drin, denn der Herr Kokum ist Zauberer. Ignacio, das wusste ich gar nicht. Ja. Ja. Na, ich kann ein, zwei Tricks, ne? Dann lassen wir uns doch mal alle überraschen. Ich bin gespannt. Passt auf. Wenn irgendwas explodiert, steche ich mich über ihren. Nee, passiert nicht. So.
So, Herr Tenuta, hallo. Zauber hier auch mal schnell einfach. Zack, ihm was in die Tasche. Oh mein Gott, explodiert, tickt das? Was tickt ist das? Tickst du schon? Eine Wallis-Sause-Packung. Nein. Fantastisch. Oh Gott, das will. Was ist denn Wallis-Sause? Fantastisch. Oh Gott, das will. Was ist das? Oh, Barnes, komm mal kurz her. Was ist das? Zeig mal. Warte. Haben Sie das mit der Dupont geklärt? Ja, und ich habe für morgen einen Termin, brauche ich. Ich habe einen Termin wahrscheinlich mit Frau Kempel, da warte ich noch auf ab und zu. Morgen wegen einer anderen Sache. Ich müsste einen Termin morgen haben, und zwar mit Frau Bonnes und Herr Salah. Und ich brauche den Herr Dupont auch dabei. Und Sie. Okay, und wann? Ich würde sagen, morgen würde bei Ihnen 22 Uhr passen. Ich bin morgen 12 Stunden da. Ich meine das jetzt gar nicht. Gut, ich nicht. Gut, dann 22 Uhr. Mhm. Dann melde ich mich bei Ihnen dann nochmal. Ich bin wahrscheinlich dann sowieso in 20. Okay. Gut, okay, interessant, wie Evan Anderson alles hier beobachtet von da hinten. Er ist hier? Nein, oder bin ich doof? Steht er nicht da? Ach, sieh mal einer an. Das kleine Hemd. Der König des Stadtparks, wie er sich nennt. Ja, muss ich ja Kukum noch sagen, weil er wollte da ja gegen noch vorgehen. Der Raimshort, glaube ich, heißt er. Herr Kukum und Herr Hill, kommen Sie mal her. Ja, siehst du, ach so. Herr Hill. Ja, ja, aber... Herr Kukum, das hier... Herr Skinner sollte schon lange da sein, ist nicht da. Das ist ja Ihr Stadtpark hier, Herr Kukum, ne? Naja, ich sorge für Sicherheit auch hier. Ja. Aber es ist Ihr Viertel, Ihr Bezirk. Sie haben ja das Sagen hier, ja, richtig? Polizeitechnisch würde ich sagen, wir gehen jetzt mal zum Evan Anderson und dann fragen Sie ihn doch mal, warum er sagt, dass er der König vom Stadtpark ist. Der da vorne oder was? Ja, kommen Sie ja mit. Ich habe kein Wort verstanden, aber ich komme einfach mal mit. Ich glaube, ich gehe sicherheitshalber mal nicht weg. Ruhig ein bisschen, Hill. Provozier dir mal ein bisschen. Einfach mal dumme Fragen stellen. Dann siehst du mal, dass er immer anfängt zu lachen, wenn er nichts mehr weiß. Mach mal. Ich grüße Sie. Ich bin etwas erbost. Warum das denn? Ich höre jetzt gerade, Sie wissen ja, Sie kennen mich, ne? Sie kennen mich. Ich, unter anderem, District 2 ist auch mein Bezirk, das wissen Sie, ne? Nicht genau, aber wenn Sie mich aufklären, ist das so. Downtown nehmen wir jetzt mal einfach, ne? Downtown fällt da drunter. Das ist ja mein Bezirk, wissen Sie ja auch, ne? Polizeitechnisch, ordnungstechnisch bin ich ja hier zu Hause und sorge für Ordnung, das wissen Sie ja auch, ne? Ja, Mission Row, Peter. Ja, absolut, selbstverständlich. Und jetzt höre ich, dass Sie sagen, das ist Ihrs alles hier. Ja, Sie, ja. Und genau so habe ich mich auch gefühlt. Ist ja lächerlich, ne? Das ist ja Quatsch. Das sagt man sich hier am Stadtpark so. Nee, ich habe nur Der Anderson macht hier einen auf. Er lacht wieder, seht ihr? Der sagt, ihm gehört hier alles, sagt er. Ja, das ist ohne ihn läuft hier auch gar nichts. Nur schön wär's, ne? Ja, aber Anderson, da bin ich aber auch erstmal. Da bin ich also. Das ist Quatsch, ne? Natürlich. Völliger Quatsch. Wie kommen die Blödsinn? Hab ich Ihnen gerade gesagt. Wie kommen denn die Leute auf so einen Blödsinn? Wie LS Taxi auf das kommt. Ach, das ist ja LS Taxi? Nee. Noch nicht mal LS Taxi, wenn sie jetzt darauf. Das höre ich ja nicht nur jetzt heute, das habe ich die letzten Tage immer wieder gehört. Dann sprechen Sie doch mit den falschen Leuten, Herr Kukum. Bitte, Hell? Nee, es wird ja gesagt, Sie behaupten das. Fall in der ja. Okay. Ich muss vielleicht kurz was differenzieren. Mhm. Ich übe da Hausrecht aus, wo unser Grundstück verläuft. Wo ich jetzt drin stehe gerade. Genau. Und ich habe auch schon Leuten mal Hausverbot erteilt. Ist ihr gutes Recht, ne? Und was unseren Kiosk betrifft, würde ich mal sagen, da ist es eher das gesamte Team, was die Zügel in der Hand hat. Nicht wahr, Josie? Ja. Da muss sie lachen, ne? Die Frau Josie muss lachen. Da schmeiß ich mehr als du, Evan. Eben. Deswegen bin ich doch sehr erstaunt, wie Sie auf diese interessanten Feststellungen kommen. Ich sag's ja gerade, ne? Ich sag's ja gerade. Es wird mir immer wieder gesagt. Ich jetzt denke, jetzt fragen wir auch mal nach. Jetzt da fragen können wir Sie doch den mal Leuten kurz. Aber guten Herzens sagen, dass das eine schöne Schauergeschichte ist für eine Lagerfeuerromantik, ne? Mhm. Aber dass das mit der Realität nichts zu tun hat. Nee, versuche ich, also klar. So, Herr Kukum, können wir uns nun mit wichtigeren Sachen beschäftigen? Wir müssen nämlich zur Staatsanwaltschaft. Ja, das war mir wichtig, gerade kurz. Ne? Super. Vielen Dank. Ne? Alles bis dann. Schönen Abend. Tschüssi. Haben Sie gemerkt, das Lachen? Ja, ja. Schönen Abend noch. Wiedersehen. Passen Sie bitte alle auf sich auf. Ich habe da ja noch eine Frage an Sie, ne? Tschüss. Sind Sie farbenblind? Warum? Na, ich habe keine blauen Haare. Bläulich, aber Mint. Ein bisschen. Ja. Aber blau sind Sie nicht. Nee, Mint, da haben Sie recht. Dann entschuldige ich mich. Okay.
Wünsche noch. Und lassen Sie die Atombombe nicht rausholen, okay? Ich habe Angst davor. Keine Sorge, die lassen wir da, wo sie ist. Okay. Alles klar, machen Sie es gut. Dann bin ich beruhigt. Check 4-4. Das hat mir gerade der Kollege gesagt. Die Leute haben Angst, dass sie eine Atombombe hier zünden wollen. Also, was ist denn? Ich wünsche, es wäre manchmal so. Nee. Haben Sie gemerkt? Diese Lacher wieder? Ja, ich merke, dass der. 414 hat dieses Spiel nicht überfahren. Er denkt halt, er ist immer Herr jeder Situation, der ja. Anderson, ne? Der, so ist er drauf. So ein bisschen großkotzig auch, wenn man es sieht, glaube ich. Darf er hier parken? Darf er. Ja. Ist das bei der Staatsanwaltschaft? Irgendein Supervisor-Fall, genauere Infos liegen mir nicht vor. Schreibe ich uns 10:30 Staatsanwaltschaft. Ach, steht schon drin. Hast du gemeldet? Per Funk, ja. Die hat uns ja angefunkt und. So, kriege ich alles auch nicht mit, ne? Naja. Ja. Ja, aber das Lachen hat man bei ihm gemerkt. Dieses das macht er immer, wenn man etwas sagt, wo man ihn ertappt, fängt er an zu lachen. Immer. Ist auch eine sehr manipulative und gewinnende Persönlichkeit, so. Ja, endlich mal jemand Kompetenten vom PD und so weiter. Und das ist ein Standardspruch, ne? Wenn er was will, glaube ich, ja. Das stimmt. Muss immer darauf achten, der will eigentlich immer nur seinen Nutzen ziehen. Na ja, klar. Verweiser Fall in der Staatsanwaltschaft. Dann Kopf durchgedreht oder was ist passiert? Ich weiß es nicht, aber werden wir ja gleich sehen. Muss ja, wenn es ein Supervisor-Fall ist. Für andere Leute können wir ja nicht supervisen. Oder? Nee. Kein Polizeiauto? 414 1020 Staatsanwaltschaft. Check 414. Ich sehe keinen Polizist. R1 für Watch Commander kommen. Hört sich kommen. Guten Tag, Andreas, Police Department. Sie hatten angerufen, hier würde es Probleme geben. Tatsächlich hatten wir angerufen und wollten nur einen Supervisor oder jemanden aus der Administration sprechen. Haben Sie drei Supervisor? Perfekt, ja. Gut. Ja, tatsächlich sind wir gerade auf einer kleinen Untersuchungsmission. Und zwar wollen wir eine unabsichtlichen Schussabgabe untersuchen. Und dazu sicherlich gibt es eine Supervisor-Akte, die da bräuchten wir nur einmal Einsicht. Schuss auf wen und wann und warum? Ja, es war nur in der Akte von einem gelösten Schuss die Rede. Und bevor wir jetzt irgendwie das Große starten, wollen wir einfach nur nachgehen der Sache. Okay. Ja, aber in welchem Fall denn? Der Fall ist 10.09.2023.03. Ja. Da hat sich bei dem Herrn Ellis ein Schuss während einer Verfolgungsjagd auf die Miss Navy Sierra Maria Castillo gelöst und hat sie in die rechte Schulter getroffen, die war Beifahrerin in dem Fall. Wollen Sie vielleicht am besten einfach mal rumkommen, dann gehen wir nach hinten an den Rechner und dann können Sie auch mit in die Akte reinschauen. Machen Sie mal, Herr Kukum. Ellis ist ja Ihr großer Schützling. Ist nicht in meinem PD, aber klar, ich kann, ja, gucken wir. Ich würde dann nochmal eben auf Klo gehen, ich komme gleich wieder. Ja. Dabei war das eine Fehlzündung? Weil dann unterbinde ich das direkt. In Wolf-Shooting-Akten steht natürlich nicht einfach drüber, welche Person das ist. Okay. Haben Sie ein Datum, wann das passiert ist? Also das war ja der 10.09., ne? Genau. Das ist tatsächlich am 9. September passiert, um 23 Uhr. Die Akte ist 10.09.2023.03. Okay, ich gucke gerade, am 9.09. hatte ich keine Supervisor-Akte. Weinwood-Tankstelle. Ich schaue, hier habe ich was. Ja. Wer Fenway Place Höhe Amphitheater Los Santos in der Akte zumindest. Herr Kukum, tragen Sie mal bitte vor, was in der Akte vorsteht. Ich habe jetzt nur die Supervisor-Akte von wo Herr Ellis betroffener ist. Ja, was steht da drin? Und Reporting Supervisor Mr. McKinney. Durch eine Fehlzündung traf ein Projektil auf Mr. Ellis. Dann hat sie es ja erledigt. Fehlzündung. Okay, genau. Gab auch keine Sanktionen, Fehlzündung wurde geschlossen. Auf Mr. Ellis oder von Mr. Ellis? Nee, also ich lese nochmal.
Durch eine Fehlzündung traf ein Projektil auf Mr. Ellis aus, soll das wahrscheinlich heißen. Mr. Ellis Dienstwaffe, eine Zivilistin, die vor dem PD flüchtete. Okay. Ansonsten können wir den Supervisor dazu holen, wenn Sie Fragen an den haben. Nee, das passt soweit. Bevor wir nämlich in Ermittlung starten wegen nichts und gar nichts, deswegen fragen wir lieber auf diesem Weg nach. Ne? Sehen Sie, Herr Kuhn. Nee, da wird ermittelt. Wie sieht es eigentlich in dem Fall aus rund um Herrn Kuhn? Da bin ich leider nicht involviert. Ich habe nur gehört, dass es soll bald zur Anklage kommen. Oh, das ist schon mal eine gute Nachricht. Ich bin da. Die Ansprechpartnerin Miss Books. Genau. Ich habe gehört, Miss Jeffries hat gekündigt. Ja. Sehr schade. Sehr richtig. Eine sehr starke Staatsanwältin. Ja, die Besten gehen leider viel zu früh. Naja, gut. Alles klar. Dann, Herr Kuhn, fahren wir mal weiter, ja? Super. Gut, dann vielen Dank. Ja, gerne. Schön. Passen auf sich auf, ja? Ebenso, adios. Wenn Hell kommt, sagen Sie, wir sind draußen, ja? Na klar, schönen Abend dann noch. Danke. Wiedersehen. Dafür kommen wir hin für eine Fehlzündung. Herr Ellis, der kommt wieder zurück ins Mission Row PD als Rekrut. Warum? Weil Herr Davis gefragt hat. Der sieht den nicht als Officer. Oh. Ob er die Ausbildung nochmal machen kann. Shea soll dann rüberschicken. Weiß nicht, was Herr Ellis da macht. Ich weiß es auch nicht. Liebe Leute, danke für euren großartigen Support heute im Stream. Wenn euch das Stream gefällt, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen auf YouTube und natürlich auch über einen Support auf Twitch. Mit eurem Subgift könnt ihr mich supporten. Und ich glaube, ab 0 Uhr kostet der Sub 25% weniger Subgifts. Ich glaube, ab 0 Uhr. Du musst was zu essen besorgen. Okay. Ich hab nur noch Lollis. So, ich habe hier was übrig. Okay. Oh. Ja, und heute ist kein Feiertag, Herr Kuhn. Ja, wundervoll. Entschuldigen Sie, eine kurze Sache. Ja, bitte. Dafür, dass Sie jetzt mehr oder minder unnötig hergefahren sind, kann man Ihnen wenigstens noch Kaffee anbieten, die Zeit. Ja, das würde ich sagen. Das ist ja nett, ja. Danke Ihnen, das ist sehr. Aber wir sind nicht umsonst hierhin gefahren. Ja, wo wir denn bei Unterwitz? Fürs Cappuccino, aber ich denke, das passt sicherlich auch irgendwie. Ich danke Ihnen, das ist sehr nett. Beste. Vielen Dank. Vielen Dank. Gerne, kein Ding. Darf ich, soll ich für den Kollegen auch einen hier lassen? Oder? Ja, ist, ja, das wäre sehr nett. Ja, dann soll ich in die Hand drücken? Ja, geben Sie mal. Klar. Ja, okay. Dankeschön. Genau. Nee, deswegen. Das, also. Nee, aber besser so als das. Stellen Sie sich vor, der wäre jetzt ein Prozess gegen den Kollegen. Das wäre ja auch Quatsch. Ja. Ja, aber gut. Ne, doch, dann, also sind wir nicht umsonst hier gewesen. Nee. Deswegen. Nee, alles gut. Dann werde ich auch nicht länger. Ich muss selber weiterarbeiten. Viel Erfolg, ja. Dann sich nicht noch an dem Abend. Ebenso. Tschüssi. Das ist lieb. Oh. Oh, der drückt da wieder eine Wurst ab, ne? Ja. Oh. Schon wieder, ja. Telefoniert vielleicht jetzt auch mit seinen Mädels. Klon, ne? Aber warum war denen das unangenehm? Das war doch super mit Musik. Ich fand, mich hat's voll mitgerissen. Das war richtig gut. Und die hatten schön ein bisschen reden können, gemütlich. Beim Adventure. Entschuldigung. Gesundheit. Da wird viel geschrieben, dass Leute gesmoked wurden heute. Ja, habe ich gesehen. Werde ich gleich mal reingucken. Hm. 65 meldet sich ab. Für die Air One kommen. Ist mir zu ruhig, ehrlich gesagt, nach dem ganzen Stress die letzten Tage. Soll die Air One auch die Notch-Patrouille übernehmen kommen? Naja, muss ja nicht jeden Tag irgendwas explodieren oder so. Das wäre schön. Ende. Ist gar nicht passiert. Wir leben leider in einer Stadt voller Psychopathen. Jupp. Yep. Ich glaube, die Woche wird noch eine Menge passieren. Da müssen wir. Ja, wir werden viel, müssen wir nicht traurig sein. Wir werden viel sehen in dieser Woche. Ja. Und Nachi, wie ist dein Gemütszustand? Bist du noch fit? 426 aktiv.
bin ein bisschen, ich werde ein bisschen müde, würde ich sagen, aber... Das dauert ja nicht mehr lange, ne? Da haben wir den ersten Tag ja schon geschafft. Stunde 15 Minuten. Das ist machbar, ne? Ich habe auch nicht zu viel Kaffee getrunken. Kennen Sie das? Wenn man zu viel, dann kann man einfach nicht einschlafen, obwohl man irgendwie müde ist. Ja. Das finde ich ganz eklig. Habe ich zum Glück nicht. Ist er denn jetzt? Alter, das ist halt ne ständig warten. Ich kenne das ja von dir, wie oft du austreten musst. Gar nicht so oft, finde ich irgendwie, oder? Naja. Hab mich voll im Griff. Oh meine Güte, Ernest. Der wäscht sich vielleicht auch noch. Haben sie der geschrieben, der Frau da? Nee. Der Eve? Nee, warum? Weil er doch irgendwie gesagt hat, hier, sie hat doch irgendwie gesagt, dass sie da sehr eigen ist mit ihrer Nummer und so. Dass sie die Nummer hoffentlich nicht weitergegeben hat. Nee, das hat er, also Herr Hill hat mir die Nummer doch gegeben. Ja, aber woher weiß? Also, haben sie geschrieben oder warum? Sagt sie ich hab sie doch dann? Angerufen. Achso, ja, okay, stimmt. Stimmt, ja. Konnten Sie supervisieren? Ja. Großartig. So. Fertig jetzt. Endlich. Hast du ihn rausgedrückt? Jetzt kriegst du aber noch eine Stunde 15 Minuten auch ohne Pause jetzt. Ja, klar. Danach gehe ich noch auf ein Date mit Eve. Boah. Was du heute. Also, habe ich mir, weißt du, habe ich jetzt mal. Hast so gerade auf Klo klar gemacht, dass du das. Nee, habe ich nur so ich gesagt. Auch, wo wir auf der Party waren, habe ich auch noch aus Spaß gesagt. Du kommst hier nach Dienst. Ja, habe ich ja gemacht. Und ich kam ja scheinbar ganz gut an, ne? Da saß ich da, hab ne Cola mir reingeschlürft und oh, dann jetzt? Kam sie und sagte, auf der Call Me Daddy Party. Und dann kam sie und sagte, hey, Daddy. Richtig hübscher Mann. Der Frisur bist du da hingegangen. Ja, klar. Und die hat zu dir gesagt, du bist ein hübscher Mann mit der Frisur. Ich bin ein sehr hübscher Mann, Walter. Echt jetzt? Sag ehrlich, wie sie angekommen ist. Wie ist das Gespräch angefangen? Hast du gestielt oder was? Wie ist das gekommen? Der hat wahrscheinlich ein Schild gehabt, wo drauf stand Free Hugs oder sowas. Nee, ich saß da auf so einem Sofa. Ich bin's Daddy. Nee, ich saß auf so einem Sofa, hab wie gesagt meine Cola geschlürft und dann kam sie und hat sich mir gegenüber gesetzt und das Gespräch begonnen. Was, wie fing was das sie an? Genau gesagt hat, weiß ich nicht mehr. Ach Gottchen. Genau. Hey Daddy oder? Nein, Gottes Willen. Er hat halt Hallo gesagt und ob sie sich dazusetzen darf. Und dann haben wir uns unterhalten. Worüber? Über Daddys und also das Leben. Hm. Was weißt du denn vom Leben? Ich weiß so einiges. Spaß, ey. Ich kann mir das nur nicht vorstellen, wie du dann mit der sitzt, wie deine Tochter, wie mit deiner Tochter da sitzt. 24 ist doch vollkommen legitim, schon oder? Fast nicht? Halb so alt wie du, ich bitte dich. Ja und? Halb das ist so einfach auch noch biologisch vorgesetzt legal. Der Hill will es einfach nochmal, also der will es nochmal krachen lassen. Warum ist denn 24 denn jetzt was Schlimmes? Ist nicht schlimm. Ist eine erwachsene Frau. Ja. Erwachsen, ja. Da kann, 18 ist auch erwachsen, wenn du da jetzt nachgehst. So. Also, geht, ne? Aber ist auch ja, aber nicht wo erwachsen. Soll ich denn die Grenze ziehen? 40. Hier die Frau, nein. Kelly ja. War doch auch erst Anfang. Was ist denn 20? Mit der Frau Barms? Quatsch, die war 30. Die Frau Barms ist eine attraktive Frau, aber sie hat zwei Fehler. Also, welche? A, arbeitet sie beim LSP. Nicht Frau Barms, sondern Frau Barm. Ach so. Ach, die ist ein bisschen alt, ne? Ja. Passen Sie auf, das Auto von Evan Anderson ist weg. Jetzt fahren wir mal die ganzen üblichen Orte ab, wo er sich befinden kann. Und zwar fahren wir mal nach Vespucci
und gucken mal, ob wir ihn erwischen, wie er in irgendeinem Turf hängt. Sie meinen, okay. Hm. Kannst sagen, wo, ich weiß nicht, wo der abchillt. Der hängt viel mit Straßengängen zusammen. Und in East LS ist er. Oft. Okay. Hier die, dieses schwarze Auge. Ah, Funkspruch ignorieren. Ja, ist ein Buffalo, genau. Hill, nochmal zu deiner Sache. Klar, wenn ihr euch unterhalten könnt, ist auch alles gut. Ich denke, umso jünger, umso weniger kannst du dich mit denen auch unterhalten. Oder? Warum? Ich glaube nicht, dass ich viele gemeinsame Themen mit einer 18-Jährigen habe. Denke ich mir einfach mal so. Klar, Ausnahmen kann sein, ne? Aber in der Wahl nicht. Wo zieht man denn die Grenze? Also zieht man die bei 30, zieht man die bei 40, zieht man die bei 20? Also ne, wo ist die Grenze moralisch? Das ist ein schwieriges Thema. Ja, ich überlege. Ja, ich glaube, dass du bist schon da so 25 oder was. Aber das kann... Der Held ist so einfach so unser Leonardo DiCaprio. Ja, man könnte man... Nur optisch nicht gesehen. Ernest Leo Delio. Nee, hier, da gibt es ja hier dieser Betrügerfilm hier. Catch me if you can. Was bist du hier? Tust du, als wenn du hier Pilot bist und so und holst wieder die... Bin Mann, ich auch. Du hast Schauspieler und Model und Model. Unternehmensberater. Unternehmensberater. Drei Unternehmen sind wegen in die Pleite gerutscht. Nee, das stimmt doch gar nicht. Jetzt kommt's raus, Hill. Das sind hier Fake News. Huge. 434, 1020, immer für die 434 löst sich auf. Check wieder hier. 403, 1020, Sandy Short, Tankstelle. Die hat jetzt auch nicht mehr geantwortet, ne? Jammer. Nachdem ich, ja, ich habe ihre Nummer weitergegeben. Das war wirklich nicht gut. Das macht man nicht. Oh, hier ist Air One wieder aktiv. Aber kein Anderson Auto. Check Air One. Was fährt der denn? Ein Buffalo. Schwarzen. Ach stimmt, den schwarzen, ja. Ich setze $100, dass der vor der Vargasgasse steht. $100? Wie setzt du dagegen? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich sag $100 dagegen. Ich weiß auch nicht. Okay. Ist das oft so oder was? Dass du da jetzt so wettest sogar? 403 aktiv. Aber ich hab ein gutes Gefühl heute. Okay. Boah, dann ist das für stark. Die Frau, die 4, 6, 10, nicht mehr antwortet 10. Und jetzt auch noch das. Da kann ich auch mal $100 verlieren, dann mildert das vielleicht. $100? Bist, ja, ja, vielleicht steht der direkt davor. An beide, ne? Auch, wir sind zwei nee, du hier. Hast nicht mitgewettet. Ja, ich hab gesagt, klar, bin ich auch dabei. Nee, klar. Nee. So. Na, hier ist ruhig. Ach, okay. Kriegst du $100 weiter. Aber guck mal, vielleicht hier irgendwo. Hier ist ruhig alles. Mhm. Vargas war in letzter Zeit auch nicht so viel. War überwiegend Aztekas und Marabuntas hier aus Vespucci. Die haben heute schon wieder das Motorrad von der Purcell beschädigt und so. Die kleinen Schweine. Mhm. Wenn die auf Arbeit ist oder zu Hause? Nee, zu Hause. Die wollen ja, dass die da ausziehen aus den Kanälen. Die wohnen ja ganz hinten in den Kanälen, ganz hinten links. Also im Nordosten. Und da kommen die immer hin und beschädigen deren Fahrzeuge und legen Zettel vor der Tür, dass die ausziehen sollen und so. Der Barnes, der andere Barnes, Purcell und Finch, glaube ich. Okay. Die wollen die da raus haben. Müssen wir mal so eine Nachtgeschichte müssen die da mal machen und die auf frischer Tat tappen. Jeden Tag treten die 405, da die Motorräder um und so weiter und so fort. Die Frau Ragucci und ihre Bagalupen. 426. Aktiv. Check 426. Ist mir heute so ruhig. Ja. Na gut. Dann fahren wir nach East LS. Mhm. Mal gucken, vielleicht hat ja auch noch irgendwas geöffnet, wo die alle sich verstecken. Ja. Im Pub vielleicht. Ellis Pub hat offen, ja. Was noch? Tiki Lala. Und das Old Palito Inn. 20, La Puerta, Helipad.
Check Air One. Da würde ich mal sagen, ran an die Buletten, da, Männers. Ich war mal mit Thomas im Tiki-Lala. Das Tiki-Lala hat auf, haben wir ins Navi. Das hat auf, ja. Aber erst, links. Ja, aber wir fahren noch nach Isles im kurz. Naja. Ist auch immer sehr laut im Tiki-Lala, oder? Ja, wir können ja nochmal gucken. Ja, klar. Kommt immer drauf an, was die da gerade machen. Wie geht's dem Thomas? Ja, der... Also, als ich mit ihm geredet habe, war er sehr, sehr einsam und er sehnt sich nach einer Lebensabschnitt. Ja, deswegen hat er jetzt ein Auge auf Frau Sparks geworfen. Ja, Frau Sparks. Ja. Wenn die auch so redet, dann... Ich erwarte die Scheiße einfach niemals. Hör auf damit. Thomas. Thomas, komm mal her, eine Pflaume. Was für eine Pflaume? Direkt die Pflaume. Warum nennt man das hat eigentlich? Nicht eine Pflaume in Europa? Warum nennt man das eigentlich Pflaume? Machen Sie mal eine Pflaume auf und nehmen Sie den Kern raus, vielleicht. Mutig. Gott, Kukum wieder Biologe heute. Ja, Thomas hat eine, also der ist verheiratet, aber da gibt er immer nur Geld hin und mehr. Apropos Biologe, Herr Hill, es gab wohl ein Shooting, ne? Haben Sie gelesen bei Venture? Die haben irgendjemanden gesmoked. Ja, die PBB Panic Block Ballers haben die DMG auf die geschossen. Ja, und jetzt willst du dann nicht mal aktiv werden, oder was? Weiß ja, was soll ich machen? Also, da hat ein Officer die Akte und der Officer weiß, dass dieses Posting existiert und dass wir da mehr Informationen dem liefern können und die muss dann auf uns zukommen. Gibt sogar schon eine Analyse dieser Postings in unseren Fallakten. Stark. Also das soll ich noch mehr machen. Person? Nee, nix. Unbekannter Anrufer. Oh. Hallo? Ist ja der Hawaii dort. Was? Ob der Hawaii dort ist. Ich glaube schon, ich hab's glaub. Was soll's? Wie finden Sie eigentlich die Fanfiction, die ich für Sie geschrieben habe? Welche Fanfiction? Wer ist denn da dran? Ja. Das kann ich leider nicht sagen, aber Sie auch noch weiterlesen. Ich hab für Sie und die Frau Blackthorn so eine Fanfiction geschrieben. Und ja, ich wollte nur noch fragen, was Sie davon halten. Hab ich ehrlich gesagt noch nicht gelesen. Ja. Was machen Sie gerade? Sind Sie gerade, haben Sie Sex gerade? Was machen Sie gerade? Nein, ich bin nur so aufgeregt. Okay. Weil weiß ich. Okay, aber was soll's? Dann lesen Sie die mal, dann frage ich die Sache nochmal. Dankeschön, tschüss. Ich hab kein Wort. Also da hat eine Frau mich angerufen, die hat gestöhnt. Solche Anrufe kriege ich. Und die hat gesagt, hab ich sie. Du bist eigentlich wieder geil hier hinten, ne? Ich sehe schon, die Raster stehen oben aus dem Dach raus. Wallo und Jerika. Ja, ja. Die hat die. Eine Kopf und. Die hat. Ja. Also da hat mich jemand angerufen, die hat gesagt, die hat die Fanfiction geschrieben, wie ich sie finde. Und sie ist so aufgeregt, weil sie mit mir telefonieren darf. Und die gestern immer so. Naughty Narrator steht hier. Ja, mit der haben sie gesprochen. Mit wem? Okay. Naughty Narrator. Hast du das schon gelesen? Wer ist denn Naritautomanaror? Gehen Sie mal auf Venture. Suchen Sie mal Wallo. Aber wer ist denn Naritautomanaramor? Wer ist das? Das ist hier, das reingeschickt hat. Wie heißt sie? Beitrag von Naughty Narrator. Gehen Sie mal, suchen Sie mal Naritautomanaramana. Patipatipi. Ist nur. Nee. So, lesen Sie sich erstmal hier Ihre Kurzgeschichte. Das passt nämlich schon. Die lesen wir morgen vor, okay? Morgen. Im Wechsel können wir die vorlesen. Nee, machen wir morgen. Dann haben wir morgen Mittag was zu tun. Einer ist Jerika und einer ist Wallo. Okay, ich bin Jerika. Die Blackthorn heißt übrigens Jessica. Ich will es nur mal kurz erwähnen. Okay. Was hat das jetzt damit zu tun? Ja, wenn Sie die Geschichte mal lesen würden. Oh, 79 ist 1030. Das ist die Liebesgeschichte. Ach, hier ist eine Liebesgeschichte zwischen Dörrenleitern. Ja, zwischen Miss Blackthorn und Herr Weiß. Hört sich so an, auf jeden Fall. Das könnte ich mir auch. Können wir jetzt mal kurz aufpassen? Klar, jetzt passen wir wieder auf. 426, wieder aktiv. Fickt euch beide hart. Ich hab überhaupt nichts gesagt. Du bist mal ruhig, dein Zottelkopf-Telefonnummer-Weitergeber. So. Du Lustmolch, ey. Hill ist ein richtiger Lustmolch. Ja. Beim Hill, wenn der Hill das Haus betritt, immer hört man folgendes Geräusch. Eigentlich möchte ich nur geliebt werden. Ach Gott. Und weil das nicht ist, lässt du alles nur in dieses
in diesem Sexualding raus, oder was? Wie Sexual? Was für ein Sexualding wird mir denn jetzt hier schon wieder angedichtet? Zu 18 meldet sich ab. Couch und so? Wie Couch? Okay. Ich hab nur eins und eins zusammengezählt. So, Tiki-Lala einmal ins Navi. Wobei, wir können ja erstmal zum Ellis fahren, das ist ja auf dem Weg, und dann Tiki-Lala. Ja, dran, ja. Bin ich hier schon mal reingegangen. Wie soll ich das noch 4 Tage mit euch aushalten? Kann ja mal einen Tag zu Hause bleiben. Och, Ernest. So kann man sich das auch leicht machen, das Leben, ne? Nein, mein Leben ist alles nur nicht leicht. Hat Scherz so Taschentücher dabei? Wirklich? Nee. Sollen die... Ach, soll... Hill, entspann dich auch mal. Hast einen guten Job, weißt du? Hast auch gar nicht so viel Verpflichtung, entspann dich auch. Gar keine Verpflichtung, das stimmt. Nee, keinerlei. Hm. Ja. So lässt sich doch gut leben. Wir halten unter der Brücke. 403, 1020, Suburban Harmony. Hallo? Ja, hallo. Check 403. Ist da die Barbara? Ja, wer ist da? Ja, ich, mein Name ist Jerry. Und, ja. Und ich soll dich anrufen von meinem Freund E to the H. E to the H? Ja. Hey, was möchte der mir ausrichten? E to the H hat sich in dich verliebt. Wer ist denn E to the H? Ich kenne niemanden, der mit E anfängt und mit H. Ernest! Ich wollte gerade sagen, E to the H bist du. Oh. Ernest Hill, ja! Ernest Hill ist in mich verliebt, ich wusste es! Ernest Hill, dieser Polizist! Er möchte dich gerne knacken wie eine alte Walnuss, du rostige Laube! Wie alt ist der nochmal? So, Ernest, jetzt hast du eine Freundin. Die ist komplett ausgerastet. Ja. Danke. Vor Freude auch, bestimmt, ne? Die hat gesagt, also was ich mich frage, die hat mir am Telefon gesagt, ich wusste, dass er in mich verliebt ist. Ach, guck mal da. Ein Auto. Mit wem hast du denn gerade telefoniert? Barbara Bahm. Ach, die? Oh Gott. Ja, Hill, auf dem alten Bock reitet man halt gut. Wobei, wer ist älter, die, oder? Ich habe gehört, die ist reich. Echt? Nee. Dann ran da. Naja, hey. Da hast du auch mal ein bisschen deine Liebe. Kaufe ich dir die und so. Wohnung ab, Natschi. Ja, wenn die bald stirbt, ja, dann kannst du ein Erbe kriegen, ja. Ja, ja. Ruf die. Der hier, der Psychologe soll erstmal Miete zahlen jetzt für die ein, zwei Tage. Was soll ich mal schreiben? Ja, deine beste Freundin ist gestorben, aber zahl ja mal Miete. Natschi, Alter. Ja, ich wollte gerade, ich schreibe ihm das morgen. Heute wollte ich damit nicht ins Haus fallen. Aber die Nebenkosten müssen schon gedeckt werden, ne? Mann, du kommst in die Hölle, ich sag's dir ganz ehrlich. Quatsch. Aber ihr habt schon recht, vielleicht sollte ich meinen Seelenheil nicht in jungen Frauen suchen. Jungen Frauen? Ja, nicht jungen Frauen, jungen Frauen! Du sollst den sehen halt in dir selber finden. Ja, jetzt hier Community Policing Alice. Und dann kannst du auch gerne eine junge Frau dort nehmen. Ah, dann darf ich. Ja, wenn die dich nicht zerstört. Dann ist das egal. Wenn die abhaut. Hallo. Bin gleich bei. Hallo. Die muss ja erstmal kommen, bevor sie abhaut. Hallo. 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 Guten Abend. Ich habe eine Frage, Ma'am. Können Sie mir vielleicht helfen? So nicht, ja. Sehen Sie den Herrn hier zu meiner Linken? Der Herr mit den Rasseln in der Mitte. Der hat eine kleine, wie sagt man, Existenzkrise, wenn man das so möchte. Bei der Frisur kein Wunder, ja. Bitte? Offen und ehrlich, finde ich schon mal sehr gut. Der Mr. Hill. Ich möchte dazu ergänzen, Sie haben pinke Haare. Ja, das ist eine sehr schöne Haare. Steht super, ja, finde ich auch. An den Accessoires finde ich super. Ja. Oh. Und ich finde tatsächlich, der Herr Hill, der sucht halt für sein Leben lang auf der Suche, ihm wurde oft das Herz gebrochen und wir wissen als Freunde nicht mehr, was wir tun sollen. Haben Sie da vielleicht von Frau,
Frau, ich meine, Ernest hat ja die Frisur inzwischen. Ein Ratschlag. Was? Er vertraut auch nicht mehr. Ne? Mhm. Melden Sie ihn bei Herzblatt an. Was ist Herzblatt? Hat er schon mitgemacht? Gesehen haben? Habe ich mitgemacht, habe ich gewonnen. Ja, wo ist sie jetzt? Ich wollte gerade sagen, wo ist die dann? Nee, ich habe der gesagt, ich kann nicht wegen der Kisser da wieder. Was ist denn Herzblatt? Hilsblatt. Was ist das? Aber Hilsblatt, da sitzt man da, dann ist da eine Frau und drei Männer und die stellt den Fragen und der Beste gewinnt. Und ich habe gewonnen. Wann, was? Ein halbes Jahr oder so. Ja, das habe ich gelesen. Das kommt im November auf Venture. Im November kommt das? Oder Oktober. Ja, das ist bei Knusmann oder so, ja. Okay. Wie gesagt, habe ich gewonnen. Ja. Hat mir nicht viel gebracht. Okay. Ja, aber das liegt ja, aber ja jetzt nicht an den anderen, ne? Muss man auch. Zwei. Vielleicht bist du so, es gab in Deutschland mal so, wo ich in Deutschland war, ne? Habe ich das immer mitbekommen. Da gab es so eine Serie, die hieß Schwiegertochter gesucht. So. Und da war immer eine Frau, die hieß, wie hieß sie nochmal? Weiß ich jetzt nicht mehr. Miss X. So. Und die war jede Staffel dabei, weil die nie einen Freund gefunden hat. Die hat gesagt, die lässt sich die Beinhaare wachsen, damit die, wenn die an der Kühltruhe steht, erst nicht mehr so kühl ist. Damit sie nicht friert. Ist die Schlachterin von Beruf oder was ist die, dass sie ständig an der Kühltruhe steht? Wenn die einkaufen geht zum Beispiel. Okay. Wie ist sie denn noch? Und ja, aber vielleicht müssen sie das dieses Mal anders machen, dass sie der sind, der die Fragen stellt. Ma'am, passen Sie auf, Ma'am. Also verzeihen Sie mir diese Frage. Haben Sie einen Partner? Ja. Okay. Würden Sie mir, also das, da muss man sich ja keine Sorgen machen. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Würden Sie vielleicht dem Herr Hill mal so Ratschläge geben? Ich meine, Sie sind sehr, wie sagt man, Sie haben eine tolle Aura um sich herum, finde ich. Wissen Sie? Und ich glaube, Sie könnten dem Herr Hill bestimmt ein paar Tipps geben, weil wir sind definitiv die Falschen dafür. Wir hören uns auch jeden Tag das Geweine an. Und es nervt auch wirklich langsam. Also, sind Sie beide Single? Ich bin kein Single, nee. Alle drei. Ich bin kein Single. Nee, wir sind keine Single. Ich bin keine Single. Ja, stimmt, die sind manchmal, treffen die sich abends zusammen, aber eigentlich sind... Genau, also Nachi und ich ficken uns sehr oft im Arsch, aber das ist kein Problem. So, ja, also wir sind vom Markt. Wir brauchen eben halt jemanden offiziell. Genau. Nee, ich nicht. Ich habe jemanden. Nee, es geht jetzt um dich. Du musst nicht wieder ablenken. Genau. Uns geht's gut. Ja, aber woran scheitert es denn? Ja. Bei dir. Und da haben wir doch schon das Problem. Du denkst immer, es liegt an den anderen, aber man muss irgendwann mal auch sich fragen, liegt es vielleicht an mir selbst? Soll ich nochmal die Frau Kisser anrufen, ob die mich vielleicht doch... Warum die denn jetzt schon? Weil du gerade gesagt hast, das liegt an den anderen. Also lag nein. An das ist mir die, da, die dieselbe Frisur hat wie sie. Was? Es gibt eine Frau, die war letztens beim ACLS, die hat genauso eine Frisur wie sie. Vielleicht ist das ihr Schicksal sein. Das ist bestimmt die Kollegin von uns. Das kann sein. Kolleginnen date ich nicht. Warum nicht? Vielleicht sollten Sie das mal beheben. Ja, sagen Sie das mal Jeremiah Two Joints Carsten. Na was? Nee, da entstehen sehr schnell Clusterfucks, wenn man innerhalb der Behörde bimst. Meine Damen, ja, alles gut. Ja, aber im MD funktioniert es doch auch. Ich wollte gerade sagen, bei mir, das auch. Ich hätte auch noch nie Probleme. Ach, das MD, also, ja, das MD toll. Ja, aber schauen Sie doch mal, wie viele Stunden arbeiten Sie so am Tag? Also heute 12. Haben Sie da überhaupt noch Zeit für eine Frau? Ja, so für zusammen noch ein bisschen Schmettflix und Hill machen wäre also, noch Platz. Daran scheitert es schon mal. Und sind einmal bitte. Wenn Sie jetzt eine Frau hätten, die denselben Beruf hat wie Sie, können Sie Geschlechtsverkehr streiten, im Dienst arbeiten? Ja, natürlich. Wissen Sie, dass ich Ihnen das gleich heute gesagt habe? Er verbringt so viel Zeit im Dienst, wo? Da kann man doch auch mal auf Dienst. Da kann man auch mal im Dienst bimsen. Wo, wo arbeiten Sie, mehr, wenn ich fragen darf? McGill und Shamrock. Ah, okay. Und was haben Sie da mit dem MD? Wie kommen Sie darauf jetzt? Haben Sie das noch nie gehört? Gil, wenn du im Streifenwagen bumsen solltest, ne, dann rolle ich dich zusammen, steck dich in den Auspuff und gib Gas, wirklich. Besenkammer, nicht Streifenwagen, Besenkammer. Mhm. Aber dann wird die Frau doch schwanger, oder? War das nicht so? Wenn sie verhüten. Ja gut, aber wenn sie schwanger wird, dann werden sie Vater. Da war mal so ein Tennisspieler, Schmorris Schmecker. Der hat auch in der Besenkammer 5-Sekunden-Schwängerung gemacht und das frage ich mich bis heute, wie ist das eigentlich passiert? Der muss ja Samenraub. Ist da, wie hieß ist da mal einmal, ist man, hieß doch auch. Aber ist man da einmal gegen den Penis mit dem Knie gekommen oder was? Teppichluder. Teppichluder hat man die damals aber, genannt. Nein, aber jetzt mal, Oralverkehr aber, da in der Stube. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Hat die einmal den angepustet und der war so geil, dass es dann wie eine Fontäne? Also was ist denn da passiert?
Das war ja eine Sache von 30 Sekunden. Das war eine Sache ja von 30 Sekunden. Ich brauche mal einen Schneck. Wollen Sie auch einen Schneck? Achso, ich weiß nicht, wie lange es da gedauert hat. Früher hat man einer Frau einen Ring an den Fingern gesteckt, damit sie nicht wegläuft. Vielleicht funktioniert das heutzutage mit Kind oder so. Keine Ahnung. Gut. Das Glück bis also, jetzt, ne? Kennen Sie vielleicht jemand, eine Dame, die auch vielleicht so verzweifelt ist und auch was sucht? Für Sie jetzt, oder? Für Sie, ja. Also, also nur geistesgestörte Frauen. Wirklich geistesgestörte Frauen. Ja, perfekt für Ernest Hill. Ja, dann sollten Sie jetzt Casa zu einer Hayley Chambers. Die ist auch Dauersingle. Hayley Chambers. Dann Hayley Chambers, ja, die wird auch immer verlassen. Und das Coole ist, sie hätten gleich einen neuen besten Freund dazu, weil die gibt es nur in Kombination mit ihrem Bruder. Ich werde ja gar nicht immer verlassen. Hayley Chambers. Ja. Habe ich mir aufgeschrieben, Chambers, klar. Gut, dann. Ich hätte eine ein bisschen tragische Beziehung, aber ich werde doch nicht was. Wir danken Ihnen, ja? Wir müssen. Da fahren aber. Alter, sind aber Rase unterwegs. Ich habe noch Essen bestellt. Wir müssen los. Bis später, Hilde, ne? Komm. Kommen irgendwann wieder. Wir haben die Traumfrau für Hill gefunden. Oh. Wir haben die Traumfrau für Hill gefunden. Hill, hat die Frau gesagt, bitte nicht? Hoffentlich nicht, hat sie gesagt. Ach, ja. Gibt's nicht doch Wiederkommen. Nicht. Also. Nee, aber die Frau, das ist. Hayley Chambers. Bin ich nicht. Hayley Chambers. Schreibt man die? C-H-A. Nee. M. Schreibt man denn Hayley? Ich hab sie schon. Ja. Nicht? Doch, Hayley Chambers. Es gibt zwei Chambers. Hier, die über den Dienstcomputer. Wir gucken doch nur, ob alles okay ist. Guck mal, hier gibt es eine 15.07.96 und es gibt eine Hayley Chambers 29.06. H-A-I-L-E-Y. Der Nachname. Moralisch sehr fragwürdig. Jetzt auch mal. C-H-A-B-E-R-S. Es gibt zwei verschiedene, ne? Das ist jetzt schwierig. Ich finde die gar nicht. Gucken wir mal. Die eine wohnt oft umgezogen, Hill. Das könnte was werden. Winewood Mitte gerade. Casa, hier. Casa. Nee. Hey, wo sehen Sie das, Casa? Nee, ich rufe da jetzt einfach mal an. Wie, Sie rufen einfach das? Klar, ich habe eine Nachfrage, weil man Rufmord begeht über die und ich wollte mal nachfragen, ob das stimmt. Ah. Und dann haben wir direkt ein Herzblatt für Sie. War andere Nummer, Natschi? Hm? Die andere Nummer von anderen? Ja, welche haben Sie denn? Ich habe zwei mit 808251. Moment. Chambers. 251 am Ende haben sie. Ja. 808, ja, dann müssen wir jetzt die hier nehmen. Das ist die 539. Ich gehe mir nochmal eben 986. Schneck holen. 986? Ja. Genau, und Aureli Dingsbums ist ein Verwandter von der. Dann passt das ja. Klingelt. Wie sieht denn die aus? Dann bei Ben schon mal gucken. Kein. Ach so. Vielleicht erklärt sich das, warum die immer Single. Der hat ja aber ein gutes Herz. Hayley Chambers, da. Gibt es da nur eine? Ja. Bier, Eistee, Energy. Skateboarden, Joggen, Rumbastern an alten Choppers und Autos. Das ist die? Single. Bestimmt, oder? Ja, aber an alten Rumbasteln, an alten Choppers und Autos. Was dazu, Hill? Der ist ja auch ein alter Chopper. Eben. Nichts geht über einen kleinen, schnittigen Japaner. Der Tanaka. Verkauft ihr Fahrrad? Ist verkauft schon. Juckt ihr nicht, ne? Glaub nicht, weiß nicht, kommt nicht.
Hört ihr das nicht? 415, 20. Das muss man doch da drin hören, klar. Dem ist das scheißegal. Kollege Herr Hill, würden Sie sich bitte nach draußen begeben? Ich wiederhole, Herr Hill. Ja, schon gut mit Nachdruck. Wenn der jetzt echt Essen geholt hat, dann hat er uns aber was mitgebracht, ne? Hoffentlich. Gut, da freuen wir uns, dass wir machen. Ja. Er kommt wohl nicht mehr. Oh, da kommt er hinten. Ist platt, ist er. Sei doch mal nicht so, Walter. Hm? Sei doch mal nicht so. Was hast du uns denn noch geholt jetzt? Uns alle hast du ja was mitgebracht. Ich habe eine Sprung, könnte ich teilen. Aber ich trinke erst ein bisschen ab, dann gehe ich gleich nach vorne. Nee, komm, ist doch gut. Hier los. Wollen Sie den ja anhalten oder nicht? Nee. Was wollen Sie denn? Was machen Sie denn? Und dran vorbei. Das ist doch, das wirft ganz schlechtes Bild auf. Ich wollte, dass er langsamer fährt, weil er ziemlich schnell gefahren ist. Ich will ja nichts sagen, ne? Ja. Aber die eine Frau hat eben da drin zu mir gesagt, wenn Sie mal einen Notfall haben, und dann hat sie mir einen Zettel gegeben mit ihrer Telefonnummer drauf. Ne! Welche? Welche, die große? Die eine von den beiden. Ja, welche, die große oder die kleine? Weiß ich doch nicht. Tätowierte oder die andere? Ja, die, wie, was steht denn hier noch? Danielle. Ja, wer jetzt? Ernest, Hill, Natschi, wir haben es geschafft. Wir haben den, ja, wir schaffen es, na klar. Am Ende der Woche hat er mindestens 2 Kinder. Und die nenne ich dann Walter und Natschi. Ja, finde ich, ja, find ich aber wirklich auch. Also ist das Mindeste. Was, Natschi? Ja. 426. Natschi? Natschi? Natschi, das hast du dir, jetzt ist er verlegen. Ja, der hat jetzt, ist sehr eifersüchtig. Der will auch Nummern. Natschi! Gottchen. Ja. Ah ja, Walter. Ernest. Was ist denn mit morgen? Ja, weiß ich noch nicht. Ist schwierig. Hm. Also, ist wirklich schwierig. Hm. Ja. Heute könnte ich noch ein bisschen. Ja, du, ich bin noch ein Stündchen mit dir da. Wir können ja auch noch eine Runde. Nein. Okay. Als ich das letzte Mal mit dir nach Hause gefahren bin, wurde ich von Kakerlaken angegriffen. Davor haben mich Motorräder mit dem Helikopter verfolgt. Ja, wir müssen ja nicht, wir können ja außer Dienst noch uns mit der Yves treffen. Vielleicht hat die eine Freundin. Hey. Und dann ich machen bin wir einen zu Hause wohnen. Also, guck mal. Die Frau Marshall ist ja immer noch existent in meinem Leben. Auch wenn die ja, gerade nicht. Du hast mir doch erzählt, die ist nur ein Fake. Nee, das ist schon. Da wird nicht reingemarschelt. Das da ist schon ist eine tiefsinnige, das ist schon eine tiefsinnige Beziehung, die gut so ja, ist, wie sie ist. Du hast mir erzählt, die hast du als Fake-Beziehung, damit dir niemand auf den Sack geht. Das habe ich dir vielleicht erzählt, damit du mir nicht auf den Sack gehst und fragst. Ja, als würdest du irgendwie eine Beziehung führen mit der. Ich glaube, ich würde der beste Liebhaber of all time sein. Weißt du warum? Weil ich würde nie einen Menschen betrügen oder was Böses wollen. Das geht mir genauso. Hm. Betrug finde ich sehr schlimm. Same. 227 für 270 kommen. Das sollte man einem anderen Menschen nicht antun, da nee. Hast du recht. Weil der Betrogene hat langfristig Schäden, dass er immer Vertrauensprobleme hat. Korrekt. Ja, ist korrekt. Und Hani hat sich einfach wunderbar mir angepasst. Schreit auch genauso viel rum wie ich und hasst auch alle Menschen. Ist doch wunderbar. Ich sehe die leider kaum. Ich fand die auch immer sehr nett. Also nicht in dem Sinne, sondern nett im Sinne, wie ich dich auch nett finde. Ernest, lass jetzt mal. Kannst du die Hand von meiner Schulter als nehmen? Kollegin. Achso, ich dachte, du. Ist ein bisschen zu viel. Ja, gerade so. 403, Bereitstelle, komm. Hab das so gefühlt. Hab ich gemerkt. So.
Ich dachte, das wäre der Moment jetzt. Status, Standort, alles okay bei Ihnen, komm. Bus. Ja, Walter und Hilde machen oder so. Winery und soweit alles Code 4. Er fährt aber zickzack in uns das Taxi. Check, Leitschelände. Also. Wenn Natschi jetzt hier wäre, hätten wir hinterhergekommen. Hi, aktiv. Check, 4-3. Vier für Leitschelle kommt. Wir wurden angefunkt, Natschi. Hört sie, komm. Status, Standort, alles okay bei Ihnen, komm. Alles okay, aktiv in Downtown. Check, Leitschelle. Wollt ihr nicht von einer 1060 gehört, ne? Keine einzige. Doch, eine hatten wir. Doch, die auf dem Highway. Aber das war's. Ja, war nicht so viel, ne? Na, ist Los Santos gar nicht so ruhig. Das macht mir richtig Sorge. Ich geh mal pinkeln. Hm. Klar. Klaro. So. Heute ist echt mega entspannt, aber dafür lustig. Ja, bald Halloween. Oh Gott, nö, Leute. Nee, da. Was denn, warte mal? Alter, wie krass. Da war der Frontsänger von Coldplay in so einem Einkaufscenter, genau. Und dann hat da jemand aus Zufall Sky Full of Stars auf dem Klavier gespielt und dann ist er hingegangen und hat gesungen und der Typ rastet voll aus, der checkt gar nichts mehr. Voll wild. Also ich liebe sowas, ne? Ich finde das so cool. Siesta. So. Wer ist morgen beim Stream eigentlich dabei? Chatty daddy. Is tomorrow in the stream? Orgas. Chat. Dankeschön nochmal. Wirklich. Für den ganzen krassen Support heute. Danke. Ihr seid wirklich eine geile Community, Mann. Dankeschön. Danke auch an alle Leute, die nicht die ganze Zeit immer rumhaten und flamen. Ey, kein Stress, ne? Alles gut. Passiert nix. Bleib mal ein bisschen hier stehen, mach mal ein bisschen Verkehrskontrolle, würde ich sagen, ne? 4-1-4, aktiv. Check 4-1-4. So, sollen wir nochmal gucken, ob noch was offen hat, Walter? Ja, du wolltest doch gucken, ob Dings offen hat. Gilala. Die Gilala hat auf. Nicht mehr. Nee, jetzt nur noch Lolitas, Ellis. Genki. Wir bleiben mal ein bisschen hier stehen und gucken, was passiert. Mhm. Morgen fahren wir auch zum Casa, ne? Genau. Können wir ja mal nachfragen. Was gibt's beim Casa? Die Dame. Hayley Chambers. Achso, ich meinte jetzt wegen der Wohnung auch vor allem. Achso, ja. Auch wegen der Dame, klar. Das mit der Dame auch.
Eli Chambers. Hm. Schon guckt, die könnte dein Typ sein, Ernest. Bei Venture habe ich geguckt, hat. Wir haben schon gecheckt. Soll ich auch mal gucken? Ja, am besten nicht eingeloggt. Bill möchte übrigens die Dame, die ihm den Zettel zugesteckt hat, findet er, Mitleidsnummer von ihr, findet er nicht gut. Will ich trotzdem mir offen halten, ne? Ist doch einfach nett, vielleicht, ich glaube auch nicht, dass das Mitleid war. Die hat gesehen, oh, hilf, attraktiv, jetzt, und so stecke ich dir mal die Nummer jetzt mit, einfach zu. Muss ja nicht immer alles schlecht sein, Ernest. Haley Chambers, Single. Mhm. Und guck mal hier, kleine Japaner und alles, ne? Und schraubt gerne an alten Sachen rum. Falsch. Nee, aber sie schraubt gerne an alten Sachen rum. Ja, also ist die für dich jetzt was, oder wie? Hill, also, ne? Mhm. Bei mir ist alles gut. Du bist älter als ich. Ich bin aber nicht verzweifelt und unglücklich und so. Bin ja auch nicht verzweifelt. Doch, schon. Bist schon verzweifelt, würde ich sagen. Nee, ich habe nur gesagt, ich würde mir mal eine Frau an meiner Seite wünschen. Und das ist doch wohl ein realistischer Wunsch, oder? Das hat doch mit Verzweiflung nichts zu tun. Ja, was soll die Frau denn haben? Was in Ernest so... Sie soll nicht im LSPD arbeiten. Und das ist die einzige Sache. Nee, das ist die wichtigste Sache. Okay, was noch? Dann, ich finde Ehrlichkeit sehr wichtig. Haley ist ehrlich bis jetzt immer. So. Warum wird der gewechselt? Doch bestimmt schon mal irgendwie beim Ausweis irgendwas machen. Was noch? Naja, wie wir ja eben schon auch erörtert haben, ist Treue sehr wichtig, weil jemanden zu betrügen ist eine der schlimmsten Dinge, die man seinem Partner antun kann. Das kann man ja auch nicht wissen vorher, ne? Wie die so drauf sind, das wissen wir. Naja, man kann ja schon mal, wenn die so mit jedem rumschäkert, dann weiß man ja schon, dass das nachher Gebella Harleth wird. Gebella was? Okay. Harleth wird. Also das Umgebimse. Ja, das, ne? Weiß ich nicht, aber ich habe nicht so einen Typ oder so. Das muss einfach dann passen, ne? Nimm so alle, einfach. Nee, so ist das auch nicht. Komm, also hast du einen bestimmten Typ, wo du sagst, die muss blond sein, 1,90 und Doppel-D haben oder was? Ja, aber klein, 1,90 ist schon groß, ne? Nö, habe ich auch nicht, verstehe das schon. Muss einfach passen. Muss passen einfach. Es ist so ruhig. Es ist so ruhig. Ich will einfach sagen, ich habe meinen Bezirk im Griff. Wie sieht's bei euch im Bezirk aus? Ist das so? Ja, sieht man doch. Habt ihr gehört, der Dönermann ist weg. Der stand nicht dabei. Weiß nicht warum. Nee, der wollte nach Hause oder so. Die Türkei oder was? Ja. So wurde es da ausgedrückt. Und da sitzt jemand ganz traurig und alleine auf der Bank. Ja, Hill. Sieht nicht aus wie ein Polizist. Ach so. Weißt du, was der Hill braucht? Neben dem, was er sagt? Denn? Der Hill ist so jemand, der bestimmt mal bei so einem Parkplatztreffen mitmachen muss. Parkplatz? Früher Parkplatz, Walter? Weißt du, verstehe ich jetzt was anderes. Wisst ihr nicht, was ein Parkplatztreff ist? Sag mal, Walter. Naja. Ich kenne so, also, wo da gebumst wird oder was am Parkplatz. Man fährt dann auf dem Parkplatz. Ja, das ist ja Quatsch. Zum Beispiel. Das war aber mal, ist das immer noch ein Ding? Zum Beispiel hier, Ernest, hier oben, da hat man eine schöne Aussicht. Und dann kannst du dich umgucken, kannst vielleicht die Frau deines Lebens treffen. Und auch antesten schon mal. Wenn du Bock hast, können auch andere dir dabei zugucken. Ich find's ja schade, dass ihr da kommen auch die euch so lustig mich verarschen oder was? Was ist denn dein Problem? Mama, ich muss hier durch, Mann. Ja, warum hupen sie denn? Ja, weil du im Weg stehst. Bist du es, Rivera? Ja, warum? Was hast du denn hier? Ich bin halt hier. Was soll denn sein? Wie, du bist hier? Wer sind da noch alles im Auto? Jürgen gehört. Ey, ich wollte wissen, ob der Mendes da drin ist, der mich umbringen will. Wollte ich mal. Da saß noch ein Typ hinten, ja. Ja. Ach. 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 434,
Natürlich. Das ist ja ein Ding. Also Riviera trifft sich mit Anderson nachts auf einem Parkhausdach. Hupen Sie mal hier. Echt, sind wir aus dem Weg? Was ist denn los? Ich dachte, der muss weg. Wollen wir uns nicht lieber den Anderson vornehmen? Nee. Ich will mal gerne wissen, was er mir jetzt zu erzählen hat. Warum er es denn so eilig hat? Herr Rivera? Was ist los? Das ist ja eine interessante Kombi. War das so ein Parkplatztreffen? Ich habe da mal was gelesen. Ja, das ist ein Parkplatz am Legion Square. Das so stand zum, mein Auto. Da trifft man sich zum Schmusen und so. Ich dachte, du hast mit Evan Anderson nichts mehr zu tun. Ja, habe ich auch nicht. Und dann kommt ihr von beiden Parkplatz und wenn ich hochfahre, fährst du ganz schnell rückwärts hoch und er telefoniert auf einmal? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, Walter. Ich bin rückwärts hochgefahren. Steig mal aus. Oh, wir kontrollieren die mal alle. Vielleicht hatte ihn einer ja ein Haftdings offen. Mit einer 1026 westlich Legion Square. Was los, Personen, ein schwarzer Primo. Nachi, du bist auch wieder am Start. Hey, ich bin auch wieder am Start. Hey, hey. So. Wie geht's dir denn? Wer ist denn der Junkie? What the fuck? Was ist so ein Junkie? Diese Haare erinnern mich an so Junkies aus der Grocery. Okay. Wie geht's dir denn? Mir geht's gut, warum? Ich frag nur. Zeig mir doch mal deinen gültigen Personalausweis und deinen Führerschein. Natürlich. Erst einmal mein Perso und jetzt mein Führerschein. Okay, wir prüfen dann mal, ob du vielleicht aktuell gefahren wirst oder nicht. Wir wissen es ja nicht. Natürlich nicht. Ist das dein Fahrzeug? Warum steht deine Adresse nicht auf deinem Ausweis? Ich bin am Kass aber gemeldet. Also meine Adresse ist bei euch drin im System. Okay. Das Problem ist, also der Dude, der das machen alles kann, gut. Ist das dein, ist das dein Fahrzeug? Ja, das ist es. Hast du einen gültigen Verbandskasten dabei? Als ob du jetzt mit mir eine solche Verkehrskontrolle machst, Walter. Haben Sie einen gültigen Verbandkasten dabei, Mr. Rivera? Jetzt machst du sogar Sie. Okay, jetzt wird er professionell. Nein, auch keine hektischen Bewegungen. Ja, yeah, komm, ganz vorsichtig, ganz ruhig, okay? Mhm. Ja, ich greife jetzt vorsichtig, gell? Ja. Und langsam hier rein. Okay. Vorsichtig und langsam da rein. Ich hol den Verbandskasten raus. Ja. Ganz langsam. Okay. Walter, ich reiche dir den jetzt. Ja, du brauchst mir den nicht reichen. Okay. Ach so. Kannst behalten. Super. Ich hab schon gerade gesehen. Ja, siehst du? So. Vorbildlich. Komm mal her. Wohin denn? Stell dich mal dahin. Bleib da. Warum so, die anderen beiden aus dem Fahrzeug mal bitte aussteigen. Und warum? Weil ich es ihnen sage. Aussteigen. Einfach aussteigen. Machen wir das. Auch bitte einmal ein Kollege einmal die Personalien zeigen. Welchen Puto-Kollege von dir? Der Puto, der hinter dir steht. Genau. Zeigen Sie mal kurz. Hier. Wofür ist denn jetzt den Stock draußen? Herr mit dem Baseball-Trikot einmal umdrehen. Aleja steht da drauf. Einmal zu meinen beiden Kollegen hier rechts von mir. Dankeschön. Das ist ein Basketball-Trikot. Ja, ich bin hier die mit dem Baseball-Trikot. So. Aber deine Haare sind for real. The fuck, man. Gut. Herr Hill. Sieht aus wie Crack. Herr Hill, prüfen Sie einmal die Dame bitte auf ihre Personalien. Gut, dann zeigen Sie mir bitte einmal Ihren Ausweis. Es wird schon geprüft. Da bin ich schon dabei. Ach so. Ich hab gesagt, du sollst. Ey! Also, ey! Ich hab dir gesagt, du sollst dich da hinstellen! Los, zurück mit dir! Los, zurück! An die Wand! Missachtung von polizeilicher Maßnahme. Kannst du nicht verstehen, was ich dir sage? The fuck? Hä? Ich bin Arzt. So, du bleibst jetzt stehen. Hast du verstanden? Ja, ist okay. Wenn du dich jetzt noch einmal hier wegbewegst, gibst dann nochmal ein. Hä? Ich bin doch nur ein Schritt. Ja, nein, ich hab dir dreimal gesagt, bleib stehen und du bist weggegangen. So, wie sieht's aus, Hill? Der ich hab gesagt, sie sollen da. Gehen Sie zurück! Sie bleiben gehen Sie zurück. Zu mir zurück. Sie bleiben bitte bei mir stehen, danke. Olen, liegt gerade aktuell nichts an. Ne? Aber Waffen haben Sie jetzt nicht dabei. Sie wir werden alle durchsucht. Monat. Alle drei. Ich habe keine Waffe. Und warum durchsucht? An die Wand auffällig auch waren. Erkläre ich Ihnen gleich, wenn wir mit der Maske mal fertig sind. Los. Einfach machen, Mann. Ich habe gesagt, du sollst dich umdrehen. Ja, ich hab. Entspann dich, ich beruhigt euch nur die Lage, fuck. So. Der Typ hat einen Stock im Arsch. Alles in Ordnung bei ihm? Einmal stehen bleiben, bitte. Denken Sie noch mal. Hat er den in der Hand. Hier. Also, Name ist soweit hier.
Oh. Okay. Haben Sie Portemonnaie? Ja, ich habe ein Portemonnaie. Ja, okay, ja, ist gut. Hab's alles gut. Sieht auch gut aus. 5120 ist die Erfeldtankstelle. Ein bisschen, was ist das hier? Egal. Da ich auch noch die Rechnung gleich zahlen für die Krankenhaus. Ich hab dir doch eine Ansage gemacht. Und erinnerst du dich? Danke. Was habe ich dir denn gesagt? Ich weiß, irgendwas mit Verwängen, soll deine Koppers in Ruhe. Und warum drohst du dann, Natschi? Wo habe ich ihn jetzt gedroht? Herr Kukum, kommen Sie mal her. Ich habe gehört, Natschi, ja, du wurdest bedroht von den Aztekas, ist das richtig? Ja. Von wem? Von Mendes. Also zweimal sogar. Einmal. Schau mal, Natschi. Ja. Schaut ihr alle. Jetzt schau mal. Die einzige Drohung, die von uns zählt, ist die von mir. Okay? Ja, aber pass auf, er ruft einen anderen Chief auf Department an und sagt, dass er mich smoked und 6 Feet under bringt. Dann zwei Tage später ruft er mich an mit unterdrückter Nummer und fragt, ob die Nachricht angekommen ist. Und ich frage ihn, warum? Was habe ich dir denn überhaupt getan? Was ist denn überhaupt los? Und dann, ne? Jetzt will ich's wissen, was ist denn los? Warum? Es ist gar nichts los, es ist sehr interessant. Ja, das finde ich halt auch super interessant. Verwechselt er mich oder was? Alles gut. Ja, nee, ist überhaupt nichts cool, wenn mich das ist meine Sache, ich werde. Sorry, Vera, du hörst mir zu. Sollte noch eine Drohung kommen, das war jetzt schon mal eine Vorwarnung, ja? Pass auf. Dann ist das nächste, halt die Klappe. Dann ist das nächste Mal, was kommt, eine Kugel. Hast du verstanden? Weil von dir geht immer eine Gefahr aus. Und wenn du irgendwelchen Officern weiterhin drohst, ich weiß, du bist so ein Mistkerl, du setzt das auch in die Tat um. Du bist niemand, der einfach redet. Also, hab deine Leute im Griff. Dann hab deine Leute im Griff. Hab ich, kein Problem. Gut. Natschi, ruf mal einen Krankenwagen. Der hat eins mit dem Knüppel aufgekriegt. Gibt keine Drohung. So, und jetzt zu der anderen Sache. Dreh dich mal um. Du zahlst es aber gleich, Walter. Du kannst mich am Arsch lecken. So, pass auf. Folgende Sache. Was machst du denn mit Evan Anderson oben nachts auf dem Parkplatz? Nichts. Willst du mich verarschen oder was? Da war nichts. Ich hab mit dem Muchacho nichts zu tun. Ach, okay, du verarschst. Also, okay. Ich hab mein Auto. Pass auf, du hältst. Hochgarage gebaut. Hochgarage? Du willst mich verarschen? Ja, das ist pass auf, ich hör zu jetzt. Ich bin eigentlich immer fair zu dir gewesen, aber das nimmt jetzt. Du verkaufst mich für dumm und das reicht. Ich frag dich also das letzte Mal, was läuft da? Ich hab mit dem nichts irgendwie zu tun. Okay. Man unterhält sich hin und wieder, das war's. Okay, Mr. Rivera, ist kein Problem. Warum? Ich muss mir kurz was auf die Liste schreiben. Was willst du dir auf die Liste schreiben? Das wirst du dann bald sehen. Umdrehen. Er sagt doch was. Umdrehen. So, du bleibst halt stehen. Was hast du immer mit diesem... Was hast du gesagt? Was hast du immer mit diesem Puter? Es ist irgendein Kioskbesitzer. Nein, du weißt selber, wer das ist. Kommt sofort weiß jemand. Nicht, wer das ist. Du weißt selber, wer das ist. Ich hab aber mit ihm nichts am Laufen. Also weißt du ja, wer es ist. Ja, ich weiß, wer das ist, aber ich hab mit ihm nichts am Laufen. Boom. Na, dann beweis es mir doch. Wie soll ich dir das beweisen? Also du willst mir beweisen, dass du bei ihm nicht lutscht. Du willst doch, dass ich dich ernst nehme, oder? Oder bist du seine Pussy? Alter, denkst du, kannst mich jetzt provozieren? Ich brauch dir nicht provozieren. Ich weiß, dass du seine Schlampe bist und die sich nach vorne bückt und anscheinend oben sich auf einem Parkplatz trifft. Mitten in der Nacht in Downtown. Du bist so ein Idiot. Du fährst in Downtown, in der Stadt, wo er seinen scheiß Kiosk, ein Block weiter, triffst du dich mit dem. Statt der Typ zu euch kommt, wo man euch nicht mal sieht. Weißt du, warum ich euch gefunden... Ja, weißt du, warum wir da waren? Weil ich den Puto nicht in meiner Alley haben will. Also gibst du es zu, dass du dich mit dem abgesprochen hast und getroffen hast, du Idiot? Ihr habt einen Treffpunkt ausgemacht, hast du gerade zugegeben. Warum interessiert dich das so sehr? Weil ihr Wichser auf einen Kopf geschossen habt. Ja, aber das hat doch nichts mit Evan Anderson zu tun. Pass auf, ich sag dir eine Sache. Ich war immer fair zu dir, ich habe mich immer für dich eingesetzt und sonst was. Na, letztens, als ich im Prison war, hast du dich nicht für mich halt eingesetzt. Halt die Fresse, habe ich wohl, ich habe dir ein Angebot gemacht. Hör zu jetzt. Ja, dass ich einen Mord gestehe, ich bin euch dumm. Du tust mir einen Gefallen. Okay? Dann beweis doch mal, dass du doch so unabhängig bist. Was denkst du von ihm, dass das da irgendwie... Ich weiß genug über ihn. Das ist niemand. Doch, das ist jemand... Das ist scheiß niemand. Doch, ich weiß, wer er ist und ich weiß genug über ihn. Also, pass auf. Sorg doch einfach mal dafür, dass er mal ein paar Tage im Krankenhaus landet.
Und wenn ich die Nachricht bekomme, dass er dort ist, dann weiß ich, dass du dein Wort gehalten hast und dass du mich nicht angelogen hast. Ich habe dir nicht mein Wort gegeben, Walter. Nein, ich weiß, dass du da mich nicht angelogen hast. Dass wir immer noch auf Augenhöhe sind. Wir sind auf Augenhöhe. Sind wir nicht, weil du mich verarscht. Schau mal. Ja, ich höre. Es gibt auch einfach mal Gespräche, die man führt. Du hast gerade dreimal dich wieder. Du hast dich gerade dreimal widersprochen, Mann. Also, ich habe dich jetzt auf die Liste geschrieben. Auf was für eine Liste denn? Das wirst du dann bald sehen. Das dauert nicht mehr lange. Dann macht's bumm und dann weißt du, was gemeint ist. Gut, dann kommt mal. Kellen oder was? Dann kommt mal der Onkel Doktor, ne? Komm nicht wieder. So, war die Person sauber? Soweit ja, aber ich kommen Sie mal ganz kurz mit zur Seite. Ja. Wenn du abhaust, kriegst du auch einen Knüppel, hast du verstanden? Nee. Ja. Wir hatten am vorgestern mit dem Antonio Rubio Mendes Fall zu tun und der Herr hatte sich die ganze Zeit für ihn hier ausgegeben. Ja, okay. Weiß nicht, ob das in irgendeiner Art und Weise Relevanz hat, aber ich wollte es mal erwähnen. Ja, okay, alles klar. Na gut. Die haben sich nur zufällig. Also, wir wollten eigentlich gucken, ob für Hill ein Sexparkplatz zu finden ist, weil der Herr Hill sehr frustriert ist. Und dann, als wir da gerade davor standen, ist ein Auto untergekommen. Da saßen die Azekas drin. Die haben dann irgendwas gelabert und hinter ihnen kam dann. Haben wir da Motorgeräusche gehört oder sowas? Ich bin da hochgefahren und da war dann der Evan Anderson, der gerade hier nochmal kontrolliert hat. Also, ist alles ganz komisch. Was weiß ich, was die da zu tun haben. Ich guck mal im Tier. Hat sowieso einen komischen Abend. Ja, alles seltsam heute. Allerdings. Okay, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr tut's denn weh? 4. 4. Gottes Willen. Gut. Dann würde ich einmal vorsichtig die Schulter abtasten. Lass mich doch mal mit dem Stock auf dich schlagen. Ja, mach. So, hier im hinteren Bereich ist, also eher im hinteren oder im vorderen Bereich getroffen worden? Hier wieder aus so einer. Hinteren Bereich. Hinteren Bereich. Das passiert immer bei den Cops, immer von hinten. Da, wo einfach nichts mehr, da rollt auch keine Kugel mehr. Wie kleine Rattas, da ist was ab. Es was ab. Also nicht wissen, wen ich damit gemeint habe, oder? Hey, komm mal kurz rüber. Wir wollten eigentlich nur einen Bumsparkplatz für dich finden. Und dann finden wir das. Dann finden wir das. Frau ist übrigens Fan von den Swingers, einem Baseballteam. Tatsächlich kann es ja so sein, dass sie wirklich zufällig da oben waren. Aber weißt du, was dagegen spricht? Nee, weißt du, was dagegen spricht? Dass er sich gerade dreimal verhaspelt hat. Er hat gesagt, ich lasse ihn doch nicht in meine Barrio kommen. Und auch, dass die wieder umgedreht haben. Genau, das. Und er, dass er oben hektisch telefoniert hat. Wären die einfach weggefahren, okay, aber das war kein Zufall. Und dass er hektisch telefoniert hat. Gott sei Dank, deine Sexgeschichte haben uns auf den Parkplatz geführt. Meine Sex, ich hab doch überhaupt gar keine. Nein, Sex. Aber deine Verzweiflung. Da haben wir auf Parkplatz Bumsen übergekommen und dann. Aber mal wieder können wir den Arschlöcher nichts nachweisen, ne? Aber ist es gut zu wissen, dass Aztekas noch mit Anderson Kontakt haben und dass da was läuft? Also ist ja tagesaktuell. War ja schon. Ne? War ja gerade zugegeben, dass sie sich verabredet haben. Ich frage mich nur immer noch, was wollen die vom Kuku? Gar nichts. Ich habe ihn jetzt. Der weiß nicht mal, was davon hat er gesagt. Und das glaube ich ihm auch. Okay. Frau Barnes, kurze wichtige Info für Sie, können Sie sich ausschreiben. Wir waren jetzt gerade am Stadtpark, weil ich muss ja auch dringend mal pinkeln. Und dann habe ich mit der Hill über seine Verzweiflung in seinem Liebesleben gesprochen. Und dann ist die Thematik aufgekommen, dass Hill, dann haben wir über Sexparkplätze gesprochen und dann waren wir... Ist das jetzt wirklich wichtig für mich? Ja, dann waren wir gegenüber vom Stadtpark, ist dort dieses Parkdeck. Wir standen davor, dann kam ein Auto runtergefahren, wo eine Dame dann hektisch gefahren ist mit einem türkis-grünen Bandana. Ein Auto runtergefahren, da waren die Aztekas und dahinter, als wir hochgefahren sind, hörten wir Motorsound oben Evan Anderson. Aztekas? Ja, richtig, das hat sich so eben bestätigt. Er hat auch zugegeben, dass sie sich nicht in deren Barrio treffen und dass sie Kontakt wohl haben. Ja, er hat definitiv auch mit den Aztekas zu tun, die führen nämlich gerade auch Entführungen für ihn aus, so viel weiß ich auf jeden okay, Fall. Aber das, nicht nur Entführungen, sondern auch Schusswechsel. Ja, das hat sich gerade eben bestätigt, ja, damit sie die Info haben.
Okay, Anderson war richtig perplex und hat das Telefon gezückt. Der hat nicht damit gerechnet, dass wir eine Runde über den Parkplatz drehen. Der war richtig, der wusste nicht, was geschieht. Sehr schön. Ja. Ja, seine rechte Hand, Josie, war auch dabei. Ja, genau. War soweit alles geklärt, ja, ne? Nee, noch nicht. Ja, okay, was haben Sie, Frau Banz? Weiß. Noch nicht, Herr Kuckum. Die ist doch gerade zu unserem Taxi gekommen und wollte da irgendwas machen. Da gibt wollen Sie nochmal setzen, vielleicht auf die Treppe hier? Keine Ahnung, und da sind wir auch dann losgefahren. Ist ja nicht noch ein Schlagstück kaputt? Ich weiß relativ viel und ich habe jetzt am Freitag ein richtig interessantes Gespräch mit jemandem. Da setze ich sehr viel Hoffnung drauf und ich bin gespannt, wen unsere Idee morgen gefällt. Herr Dupont, mit ihm habe ich schon geredet. Der hatte da auch eine sehr, sehr gute Idee. Okay, wir reden mal morgen miteinander, Frau Barnes, ja? Bis dann. Was macht ihr so beruflich? Morgen auch früh raus, oder? So, also. Cool. Ich habe es schon mal gesagt. Wenn nochmal ein Police Officer bedroht wird, einen Anruf bekommt oder sonstiges, dann werde ich euch jeden Tag auf den Sack gehen. Das war heute Tag 1. Ja? So. Also. Mal gucken, ob das Telefon von den Police Officern in den nächsten Tagen ein bisschen ruhiger bleibt. Und zu dir, Rivera. Nächstes Mal überlegt ihr bitte bessere Ausreden, ne? So, ihr wartet jetzt, bis die Polizeiautos weg sind. Wenn ihr weggehen solltet oder die Anweisung missachtet, steigen wir alle wieder aus und ich nehme diesmal meine Schusswaffe und schieße. So wie ihr es immer macht. Habt ihr das verstanden? Einfach hier sitzen, bis der Polizeiwagen weg ist. Natürlich, Walter. Super. Vera, mach mal Wuff. Schön, wie du hörst, wenn man dich an der Leine hat. Geh nicht so weit. Geh nicht so weit. Liebe den kleinen Mistkerl, ja, ne? Feierabendzeit, ne? Wird gefährlich jetzt langsam. Und ist schon eine sehr große Beleidigung für die. Ja, das war schon jetzt nicht ohne. Ja, aber der muss mal verstehen, wo er seinen Platz hat. Und das, er kann sich gerne mit Leuten bekriegen, das juckt mich nicht. Aber wenn der hier seine Leute nicht unter Kontrolle hat, dann muss man ihm mal ein bisschen zügeln. Das Gleiche ist, wenn der... Er wusste nichts davon, ne? Ja, glaube ich ihm sogar auch, ja. 4-1 wie aktiv. Wer war das denn von dem? Den ich mit dem Knüppel verprügelt habe. Ach so. Nein, mit den Drohungen, der dich bedroht hat, Natschi. Das war Mendes. Mendes heißt er. Ja, so ist das. Also in Gangs ist es tatsächlich so, dass sowas teilweise gar nicht dann besprochen wird. Ja, ist natürlich für ihn schlecht, weil er verliert dann so ein bisschen die Kontrolle, ne? Ich habe sowieso gedacht, ja, klar. Und das ich habe sowieso gedacht, als Benito Chavez, beziehungsweise als die im Knast waren, als er im Knast war, dass es dann tatsächlich... Und das wäre ein Nossen. Und den brauchen wir gar nicht befragen. Mich würde interessieren, was er uns für einen Scheiß erzählt dazu. Ah, der wird... Können wir gerne machen. Das hört man auch gerne. Ja, wunderschön, so schön. Wunderschön. Herr Anderson, was haben Sie denn da oben auf dem Parkplatz gemacht? Waren Sie in einer misslichen Lage? Mein Gott, einen ganz... sagen Sie mal, Herr Weiß, darf ich Sie was Persönliches fragen? Nee, das würde mich gerne interessieren. Was haben Sie denn da oben gemacht? Also mich interessiert es gar nicht, ehrlich gesagt gar nicht. Das interessiert den Herrn Kuckum. Aber ich frage für ihn mal. Okay. Mhm. Aber Herr Kuckum kann doch auch selbst... Ich will es auch wissen, was machen Sie denn da oben? Parkplatztreff? Warum? Ich darf doch meinen Wagen wohl parken. Die Konstellation war nur sehr... Ach, Herr Kuckum, ich bitte Sie. Brauchen Sie nicht bitten. Nur weil ich meinen Wagen wo parke, sagen Sie was von der Konstellation. Da müssen Sie mir erst mal erklären, welche Konstellation denn. Ich erkläre es Ihnen. Ihr Wagen stand hier und Sie waren hier. Warum fahren Sie dann kurz da oben hin, um danach wieder hier hinzufahren? Weil mir Alice Taxi vor einiger Zeit genau da reingebrettert ist, weil ich so gestanden habe. Das macht gar keinen Sinn. Doch. Aber das Auto stand die ganze Zeit doch so und jetzt stehen Sie doch schon wieder so da. Hä? Ja, das stimmt. Ich hab's mir anders überlegt. Herr Anderson. So fühlt sich das an, wenn man Sie auf frischer Tat ertappt und etwas was bestätigt bekommt. Ja, genau, wie fleißig haben Sie doch das Telefon gezückt, als der Streifenwagen hochgefahren ist. Gott, wie schnell ist Rivera im Rückwärtsgang die Gasse hoch, den Parkhaus hochgefahren? Herr Anderson, das war Hass. Die anderen haben ein bisschen was anderes erzählt. Ne? Hören Sie mir zu, ich gestehe Ihnen alles. Wenn Sie mir zuhören, bitte. Ja, jetzt fängt er wieder an zu heulen und labert wieder irgendeinen Blödsinn. Ja, bitte. Wenn es zu der Geschichte von den anderen passt, dann ist ja gut. Aber wenn es jetzt Bullshit ist, ist Bullshit.
Was gestehen aber Sie? Aber bitte erzählen Sie es nicht weiter. Ach Gottchen. Ich hatte da oben ein Date mit Josie, meiner Mitarbeiterin. Ja, ja, genau. Doch, entschuldigt. Nein, er ist genau so. Und ich will nicht, dass das öffentlich wird. Deswegen sind wir da hochgefahren. Mhm. Und warum telefonieren Sie dann mit Herrn Rivera, wenn wir hochgefahren kommen? Und er setzt einen Rückwärtsgang ein und kommt auch hoch, während er am Telefon am Ohr hat? Keine Ahnung. Ich habe nicht mit wem. Kommen Sie, wir fahren, das reicht mir schon. Können Sie das nächste Mal auf dem Parkplatz treffen? Ich hab. Der wusste nicht mehr. Da war jetzt Ende. Schön. Feierabendzeit jetzt. Na, 20 Minuten noch, Kukum, komm. Noch eine Runde um den Block. Das machen die Freunde, denn sie ziehen dann an Hilsrock. Wir fahren gemeinsam durch Los Santos und suchen den Hill eine Frau. Dann spielt der Hill mit ihr sicherlich eine Runde Babau im Casa. Ey, das machst du wirklich, Hill. Schreib dir doch mal wenigstens. Wir suchen die morgen. Wir wollen bei ihr auch das alles ummelden, auch morgen bei ihr. Die Kollegen am Stadtpark, bitte beenden Sie den Diskurs mit diesen beiden Personen, da dies Leute sind, die Sie logischerweise manipulieren und gegen das LSPD aufhetzen. Gut gemeinter Rat. Ich dachte, jetzt fliegen Kugeln. Ich dachte, jetzt auch ist vorbei. Gott, oh Gott. Das traut der Rivera sich nicht. Der hat sich schon so einiges getroffen. Ja, aber nicht gegen mich, das macht er nicht. Nicht so offensichtlich. Die haben Herrn Kukum entführt. Herr Kukum ist eine Sache, ich bin eine andere Sache. Bei ihm im Stellenwert, das ist das Ding. Weil manchmal... Bin höher. Ne? Nee, manchmal weiß er, dass er tatsächlich... Manchmal weiß er, dass er von mir auch einen Vorteil hat, wenn er sich richtig mit mir stellt. Und dadurch konnte ich ja zum Beispiel auch ihn überführen, dass er, Herr Kukum, die Waffe abgenommen hat. Ja, gucken, wie wir den da überführen. Ich wollte gerade sagen, hat ja viel gebracht, was die Staatsanwaltschaft... Also. Ich hoffe, das hat alles was gebracht. Wie er gerade einfach nicht mehr weiter wusste, ne? Ja. Ist tatsächlich eine alte Verhörmethode. Wenn man Lügner mit der Wahrheit konfrontiert, dann sind sie manchmal zu perplex, um sich was Neues auszudenken. Ja, und auch immer dieses Überspielen der Lache. Mhm. Seine Ausrede war ja wohl auch der größte Quatsch, oder? Ach, klar. Aber was gab's da zu besprechen mit denen? Laut Frau Barnes beauftragt er, die Aztekas Leute zu entführen und zu erschießen oder anzuschießen. Red genau, Pies. Also der benutzt die Gangs dafür, um anderen Leuten weh zu tun. Kann sein, dass er wieder jemanden auserkoren hat. Aber auch schon eine Vermutung wäre. Werden soll. Aber meinen Sie jetzt, ich muss mal kurz auf Klo. Ja. Aber sie müssen wirklich, glaube ich, mich gleich mal Mission Row rausschmeißen, weil, ne? Bitte? Sonst wird es schwierig auch. Warum wird es schwierig? Ja, wird ja schwer, ich jetzt 13 Stunden Dienst mache. Und dann morgen auch direkt. Die Wohnung muss doch wieder rein. Nö, da ist noch alles gut. Hachi, mal unter Freunden, okay? Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Jetzt, ich weiß es gerade gar nicht, 40? Ja, okay, also hattest 40.000? Du, also hattest du fast 200.000 auf dem Konto. Nee, ich hatte mehr als 200.000. Ich hatte ein bisschen mehr als 200.000. Wenn du jetzt die Wohnung für teurer weiterverkaufst, hau ich dir eins ins Gesicht. Nee, ich will die vermieten. Ist eine Idee an wen? Nee. Ich kenne einen Psychologen. Der arme Kerl, das ist ja schlimm. Das ist echt. Er hat sich entschuldigt für sein Aus, für sein, also das ist ja auch, das ist schon komisch dann, ne, wenn der Psychologe, der es eigentlich den Leuten in so einer Situation Sachen sagt und so weiter, in dem Moment dann ganz hilflos und so weiter ist. Ja. War schon das nicht ist schön. Genau so eine Person, ne. Zum Glück war eine Freundin von ihm da, die ist direkt vorbeigekommen. Ach. Doch,
Ich hatte eine Idee, wem ich das vermieten wollte. Wem denn? Hier, ah nee, Montoya wohnt da nicht mehr, ne? Der Montoya hat ja in Vespucci gewohnt, aber der wurde ja, ist ja dann aufgeflogen sozusagen. Genau, der ist da weggezogen. Jetzt frage ich mal, wie fandest du jetzt die Reaktion von dem? Gerade. Von diesem Anderson? Ja. Ja, genauso wie wir es gedacht haben. Überspitzt, überspielt, wollte eine ganz andere Richtung lenken. Ist ja alles Quatsch. Genauso wie wir uns das gedacht haben, oder? Ja, ja, aber gerade seine, fandest du, er wirkte ertappt? Ja. Und er wusste nicht mehr, was er dazu sagen sollte, außer nur noch zu lachen und Bullshit zu erzählen. Das war die einzige Möglichkeit, was er da machen konnte. Ich meine, uns bringt das nicht so viel, die Infos. Aber, aber er fühlt sich jetzt, er denkt jetzt so, scheiße, die haben mich da, ne? Dieser Moment war einfach Gold wert und dafür reicht's schon wieder. Dieses Und er denkt jetzt, wir sind mit ihm irgendwie auf einer Spur. Na, doch gut. Aber den muss man doch auch überführen können irgendwie. Wer weiß, Herr Kukum, alles zu seiner Zeit. Ich glaube, wir sind da guter Dinge. Aber ich kann dir da nicht allzu viel sagen. Nee, ist auch okay. Manchmal ist es besser, weniger zu wissen. Ist der jetzt hier hinten ins Unicorn rein, oder was? Das hat gar nicht auf heute, ne? Ja, wird da wohl wahrscheinlich sein, ja. Der Arme. Er ist so gesteuert, ne, von seinen Trieben. Lass uns was überlegen. Die Casa Dame ist morgen unsere letzte Hoffnung. Miss Chambers, ja. Ja, die soll uns die Wohnung umschreiben und dann kann Hill sich von seiner besten Seite zeigen. Muss mal ein bisschen flirty daran gehen. Nicht mit dem Sieb. Was macht der denn da? Nicht mit dem Sieb. Hä? Eine Gazelle. Warum springst du denn was? So? Ich bin so glücklich, mit euch Streife zu fahren. Jetzt nochmal zu dir, wie fandest du die Reaktion jetzt gerade von ihm? Von Anderson? Ja. Er hat alles gesagt. Wir haben die auf frischer Tat ertappt und er hat sich ertappt gefühlt. Also wir haben ihn ja mit der Wahrheit konfrontiert dann und dann hat er nichts mehr gesagt. Also ja. Ich hab. Was hast du? Ne, das hat er doch gesagt. Dann ja, stellt er sein Auto denn und sagt wieder, er wollte sein Auto umwegstellen wegen LS Taxi. Hä? Ja, nur noch Bullshit einfach. Ganz großer Quatsch. Mehr ging nicht. Ganz großer. Was war hier eigentlich los in dieser. Nee, da war Walter noch gar nicht wieder da. Hier war großer Polizeieinsatz in dieser Straße heute. Echt? Naja, aber ich weiß nicht so recht, was da los war. Vielleicht wegen dem Shooting, was auf Venture geschrieben wurde? Na, das wäre ja dann PBB und DMG. Das da vorne ist ja Strawberry, also SGF. Gut, das danke. Ist dieser Peter Brooks immer noch. Ja, aber ich weiß, dafür brauchen wir die Frau Barnes. Die ist aber morgen im Dienst, hat die gesagt. Und wenn der da ist, können wir das ja angehen. Okay. Ja. Was ist mit Herrn Brooks? Wir haben Informationen, dass er wohl über Herrn, der hat im Kiosk gearbeitet bei Anderson und wurde wohl auch mal von Aztecas oder Vargas, ich weiß nicht mehr welche, entführt. Und das sind alles Informationen, die er uns aber nicht gemeldet hat. Okay. Also kann es sein, dass der durch den Anderson hier eingetüttelt wurde oder? Also dass er am Kiosk gearbeitet hat, glaube ich, hat er gesagt. Okay. Also diese Entführungs. Wir müssen ihn mal im System überprüfen, was er so macht. Ja. Mal wieder stichprobartig. Da haben wir ihm gesagt, dass das beides nicht geht. Das Ding, glaube ich. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ich würde mich da raushalten, weil der mit der Frau Kisser befreundet ist und nicht, dass man mir irgendwas nachsagt, dass ich was gegen den hätte, deswegen. Okay. Ich würde jetzt noch einmal kurz den Hafen abfahren, weil da haben wir ja dann von der Leiche gefunden, von unserer Kronzeugin da. Wo hat man die denn gefunden genau? Da habe ich keine Aktien drin, kann ich Ihnen nicht sagen. Noch jemand im Dienst, den wir anrufen könnten? Hast du Aktien? Detective oder so?
Kukum? Ich schaue. Bin ja schon am Schauen hier. Ich schaue schon, ne? Okay, okay. Voll. Wie gesagt, da habe ich nichts von mitbekommen. Kann man ganz kurz gucken in dieser Sanitätsfirma hier. Nee, haben wir nicht mehr. War doch hier die Sanitätsfirma, oder? Ist das nicht hier gewesen? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Kenne ich auch nicht. Es gibt doch diese Alice, wie heißt die Firma denn? Sunny, weiß ich nicht. Die im Verdacht steht. Department of Sanitation? Genau, die hier links, wo man im Verdacht steht, dass die möglicherweise eine Fake-Firma ist. Okay, ich weiß nicht, dass die hier sind. Dass die Baustelle betreut haben in Vespucci. Wo ist gar keine Office, wo mit Gilden Olds nicht mal was man wusste. Okay, das wusste ich nicht. Meint ihr, Leute, Walter kriegt da eine Quittung? Bisschen Konkurrenz für McGill und Olsen wäre ja nicht schlecht. Hier fahren wir auch zu selten Streife, ne? Ja, aber ich krieg auch Flashbacks, wenn wir hier im Hafen sind. Da ist nur Scheiße passiert bislang. Da musst du mal hier hinkommen, wenn Ware angeliefert wird, Hill. Dann siehst du doch mal die schönen Seiten hier. Boden und Sprung, oder was? Zum Beispiel. Ganzes Schiff voll. Weiß gar nicht mehr, war das hier, war es, glaube ich, wo ich entführt wurde, oder? Ich glaube, das stand ich hier links mit Tremblay, war das. Das Bild gepostet wurde. Ja, wo ich mit Operation Black hier war, bei 08. Ach, stimmt, wir haben vorne die Straße da dicht gemacht und wollten eigentlich die Erpresser da aufhalten, aber dann durften wir doch nicht, weil Frau Sykes gesagt hat, wir müssen ziehen lassen. Besser war das, ne? Sonst wäre Tremblay oder ich tot. Habe ich damals auch nicht verstanden, aber ja. Ja, aber das war so ein... Was hätten wir machen sollen? Schießen? Dann wäre vielleicht was passiert, ne? Naja. Wie naja? Naja. Also ich finde, offiziell sollten wir natürlich sagen, wir verhandeln nicht, ne? Aber wir sollten trotzdem was probieren, finde ich. Oder? Beim Verhandeln sollte man was probieren, ja, aber letzten Endes denen nichts geben, klar. Oder eine Falle stellen grundsätzlich immer. Genau, das meine ich. Den Zeit rausschinden, dass man was vorbereiten kann und so. Ja. Das machen, sollten wir machen, ja klar. Hört sie kommen? Klar, Importline wird übernommen. Da, komm. Wir kommen jetzt zum Hafen und dann bringen wir uns gegenseitig nach Hause, oder? Ja. Achso, ich dachte, ich gehe noch auf ein scharfes Date. Ja, hast du die denn erreicht? Nee, ich habe es noch nicht versucht. Ja, versuch's mal. Na, ja, klar. Ich kann dir keine Wohnung geben, ne, für dein Date. Die brauche ich auch nicht, ist ja Quatsch. Deine Wohnung kannst du aber in einem Hotel oder so. Ich will doch nicht die sofort in irgendein Bett schleppen, einfach nur. Vielleicht will sie dich ja. Die Eve. Ja, vielleicht. Weißt, ruf doch erstmal an! Mein Gott. Ja, mach ich doch gerade. Ich such doch hier die Nummer, meine Güte. Wenn ihr ans Telefon geht, ist die ganze Diskussion umsonst. Ja, ich ruf doch an. Das geht nicht ans Telefon. Wir müssen wieder auf den Parkplatz fahren. Ja. Scheiße. Du hast das gar nicht wirklich wertgeschätzt heute, diese romantische Musik und alles, ne? Habe ich das Gefühl. Fand ich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Das war ja auch eine sehr unangenehme Situation. War gar nicht so unangenehm. Ja, also. Es war Musik, es war ein Treffen, spontanes, das war super eigentlich. Also ich wünschte, meine Freunde würden sowas für mich machen, ne? Ja. Würde Weil die Marshall mal aus dem Haus kommen, dann würden wir ja auch mal was machen. Sollen wir das mal für dich organisieren, Walter? Nee, ich gehe ja nicht fremd. Die mit der Marshall? Ach, die ist doch... Die hat, glaube ich, im Polizeidienst abgeschworen aktuell. Ja, aber vielleicht könnt ihr beiden ja auch mal einen romantischen Moment erleben. Haben wir oft. Wir können uns auch um was kümmern. Wir haben uns letztens tatsächlich was Tolles... Beschert. Das genau, richtig. Ja, aber geht ja noch mehr auch, ne? Oh, glaube ich jetzt nicht. Warum? Wir organisieren da mal was. Ja, so eine romantische Nacht für die beiden. Ich habe das Gefühl, wir haben in dieser Woche keine Zeit dafür, weil ich gerade einen Gang-Kopf-Typen da Hund genannt habe. Wir haben noch diese Terrorgeschichte. Du hast dich eingesetzt, ne? Walter, du hast dich für mich eingesetzt auch gerade. Fand ich mich gerührt. Habe ich auch, das war da auch der einzige Grund. Ja. Schon rührend. Die Spökes werden wir machen, aber... Ja, aber ich glaube,
dass das jetzt gar nicht so auf uns zurückkommt, weil der denkt sich eher, warum macht der so einen Scheiß? Was ist da los bei dem? So hatte ich das Gefühl. Ich hoffe. Dass der nicht wusste, was der Mendes macht. Der hat seine Leute nehmen. Ich sagte, der verliert das irgendwann, und, der Rivera. Und er hat gesagt, er klärt das. Vielleicht haben wir demnächst wieder eine Leiche irgendwo rumliegen. Irgendwann wird er seine Aztekas verlieren. Ja, vielleicht ist das gar nicht so sehr Chef, wie er denkt. Also, dass die ganz viel machen, was er gar nicht weiß. Ja. Also sobald da in der Gang so jemand, der die anführt, Schwäche zeigt, dann wird er auch ganz schnell ersetzt. Also das ist ein Posten, den alle haben wollen, weil da halt sehr viel Macht und auch Geld dran hängt. Quasi, die müssen dann alle Abgaben machen und so weiter und so. Also wenn der Bock hat, sagt er, ey, gib mir $500 und die müssen das machen. Was ist, wenn nicht? Gibt's ein Bloodout? Na, Bloodout nicht sofort, aber dann gibt's halt erstmal Schläge. Ne? Also das ist schon... Aber ist bei uns ja auch so, wenn der Chef entscheidet, er kriegt $100, wenn man ihn schief nennt, dann muss jeder $100 bezahlen. Im Grunde stimmt, ne? Das ist genau so. Aber es war eine Sanktionierung, damit sie das schneller lernen. Naja. Echt langsamer werden, ne? So, jetzt gehen wir noch tanken und dann fahren wir zurück zum... Mission Row, ne? Davis Department, ich gehe außer Dienst. Dann bringen wir den Herrn Kokun. Mission Row zum wir Davis. Wir gehen doch alle zu dritt, oder? Machen wir nicht noch Netflix und Hill? Nein, wir machen. Weißt du, was Netflix. Was? Würde mich interessieren, ob die jetzt wieder auf dem Parkplatz sind. Ja, sich einen Film zusammen angucken. Sehr witzig, wenn die jetzt da wieder stehen würden. Also, du sind die nie, oder? Nee. Sollten wir auf jeden Fall öfter hier checken, das Dach. Sind wir heute Mittag noch hochgefahren, aber warum? Weil wir ein Auto gesucht haben, stimmt. Ich erinnere mich nicht. Doch, doch, wir haben heute Mittag ein Fahrzeug gefahren. Da warst du, glaube ich, noch nicht im Dienst. Das wird zuletzt am Stadtpark gesehen. Sitzt denn da die ganze Zeit alleine? Er sitzt die ganze Zeit da, ne? Ja, immer noch. Hill, das könnte dein Date sein heute Abend. Ach, Mensch. Oh. Guck mal, hier vor meiner Haustür biegt die ab. Da links ist meine Haustür. Hier bei der Tankstelle? Oder unter nee, der Brücke. Hinter links. Oder unter der Brücke. Nee, hinter der Brücke von hier. 434 aktiv. Wie witzig fändest du das? Hätte ich dich heute Mittag, also kurz nach Mittag, ausgestempelt. 0 von 10. Warum hast du es gemacht? Nee, Quatsch. Oh Gott, nein, Natsch, das hast du nicht nein, gemacht. Nein, der braucht's doch, mach ich nicht. Hallo? Das wäre auch Missbrauch der Amtsgewalt. Oder auch nur ein ja. Gag, mal kurz. Missbrauch einer... Du schnell, der gut uns. Ein Gag. Ja. Doch, der war zu schnell, guck mal. Oh nee, der fährt 30, glaube ich. 30?! Ich hab's nicht gesehen. Spielt kein Mann. Ich fahr jetzt 50. Ja, ist ungefähr kann ich nicht arretieren. Ungefähr gleich. Arretier. 51 Meilen fährt er. Okay. Ja, Natschi geht zuerst außer Dienst. Wem gehört denn das Ding? Dürfen wir nicht gucken. Ah. Stimmt. Los, Natschi, zack, zack. Bin super schnell. Er kann doch aber auch alleine nach Hause laufen, oder? Ich glaube, nach heute ist das keine gute Idee. So, ne? Wo schlafen wir denn dann heute? Ich schlafe bei mir zu Hause, Ernest. Ach so, ja. Und ich? Du schläfst bei dir zu Hause, Ernest. Und Natschi? Schläft bei dir zu Hause. Hm. Mhm. Aber dann wird meine geliebte Couch so fettig. Die ist schon fettig. Nee. Klebrig, Entschuldigung. Hm. Sag dir, du und Barms, Barm, das wird was. Also, ich habe die ja mal kennengelernt und eigentlich fand ich die auch ganz nett. Aber ja, also. Ja, ich. Ihr werdet ein tolles Pärchen, ihr zwei.
würde mit der durchaus mal eine Wurst essen gehen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, wenn du nicht nett bist, frisst die deine Wurst auf. Im positiven oder im negativen Sinne? Im negativen Sinne. Ach so. Hm. Ja, aber das ist, also die war sehr hübsch auch gekleidet. Die, einmal hat die so ein bisschen geschrien. Das fand ich so ein bisschen anstrengend, aber sonst. Barbara Hill. Ernest Bahn. Hill. Sollten da morgen mal drauf ansetzen, Hill. Ich glaube, die hatte ja mal was mit dem Harald Ecker. Oh Gott. Das ist jetzt eher ein Abtörner. Hm. Aber... ja. Wenn man euch schippt, dann seid ihr Harabara oder Bill. Bill, ja. Bill. Was ist denn das für ein Perverser, der da gerannt kommt? Was ist das denn für ein Manöver? Puh, auch nochmal Sport vom Schlafen gehen jetzt. Hm. Und hier rechts wohne ich auch direkt. Ne? Wo denn? Rechts? Wir schlafen alle heute beim Natschi. Ja. Wir machen alle den Smart-TV leer. Ich habe mehrere Smart-TVs. Echt? Hast du eine große Wohnung? Nee, zwei Zimmer. Dann bin ich jetzt gleich mal gespannt. Ist ganz okay. $105 am Tag. 105? Mhm. Boah. Ich dachte, hast du nicht gerade eine Wohnung gekauft? Ja, klar. Der ist ein alter Kapitalist. Eigentum? Der ist nicht doof. Ja. Zwei Eigentumswohnungen, Hill, habe ich jetzt. Ach so, selber im letzten Loch wohnen und dann... Hill, du, glaube ich, mit den Kakerlaken hier musst du gleich... Ja, aber das Tolle ist... bei mir, bitte. Das Tolle ist, Natschi, wir schlafen heute beide bei Hill. Ihr beide? Hast du ja. Noch gesagt, wir schlafen beide bei Natschi? Ne, wir schlafen heute beide bei Hill. Ich schlafe nicht bei Hill. Also, Walter, ich... Ich habe also so schön auch ein Bett und eine Couch auch und so. Da könntet ihr beide euch langlegen, natürlich. Oh. Ohne Kakerlaken und nichts. Ja, machen mal. Tor. Tor machen mal. Das ist ein erfolgreicher Tag wieder. Ja, geht. Warum? So viele Verbrecher haben wir heute nicht überführt. Ja, die Stadt war heute immer ruhig. Ist doch gut. Vielleicht zeigt das, dass wir die ganzen schlimmen Buben alle eingesperrt haben. Ja, oder wir haben ganz viel nicht mitbekommen. Kann auch sein. Wir fahren alle zusammen mit Natschis, mit Hills Auto, ja? Dem Chef da. Ja, der steht an der Wohnung. Machen wir dann nicht. Wir laufen. Klar. Laufen? Ist doch nicht weit. Warum bist du eigentlich immer in der Umkleide, wenn ich da auch bin, Walter? Du bist ein Perverser, sei mal ruhig jetzt. Ein Perverser? Du bist echt ein Perverser. Wo bin ich denn ein Perverser? Hallo, guck mal, ich sehe doch schon, wie du rüberguckst wieder. Ich weiß, du hättest gern diesen Körper... Hill, dann wird es auch mit den Frauen klappen. Aber alles zu seiner Zeit. Du musst auf einfach weniger Boden fressen. Walter. Ernest. Ernst. Also. Was denn da in der Tasche? Bitte? Was denn da in der Tasche? Da packe ich die Shotgun rein. Damit da niemand fummelt. Ja, ich geh mich mal ausstempeln. Mit nicht fummeln kenne ich mich nämlich aus. Weiß ich. Ja, aber jetzt hat jemand ein Auto hier, oder? Nee, ich habe eins und zwei Sitzer. Ist doch nicht weit, wir müssen doch nur unter die Brücke da durch. Ja, stimmt schon. Ich habe meine Kollegin dabei, die ist Svetlana. Ja, super, das ist gut. Ich nicht. Runter, falls ich mal was... Ist der denn jetzt wieder? Der sitzt wieder auf dem Klo. Er hat sich gerade noch seinen Gürtel angeguckt. Hey! Earn! Nest!
Das ist dann, ist das, was ist das für ein T-Shirt? I, was steht da drauf? Believe in Sky, Space, oder was steht da drauf? I need my space, genau. Oh Gott. Brauche ich auch. Was macht der denn da jetzt? Duscht sich noch. Finde ich aber gut, bevor der jetzt hier, ne? Und ich glaube so. Nicht, dass der duscht. Ich glaube, der geht richtig kräftig kacken. Der ist bestimmt einer, der. Gott, schon wieder. Der nimmt bestimmt immer nur ein Toilettenblatt, faltet das zusammen und macht den Rest unterm Fingernagel. So einer ist das Set. Ja, das kenne ich auch widerlich. Bei mir kann er kann ruhig also richtig viel Toilettenpapier nehmen. Auch. Oh. Ist denn das da für ein Bandana an deinem Arm? Bist du jetzt auch Mitglied einer Gang? Ich bin, klar. Welcher Gang? Wie war nochmal dein Spitzname, dein Rappername? Du hattest doch mal einen Rappername. Wie hieß der nochmal? 50, 90? Ne, wie hieß der nochmal? Oh, 50, oh, wie hieß der nochmal? Oh, 5, oh, oder wie hieß der nochmal? NC5. NC5, oh, Nachi Kukum. Rancho Projects. Was machst du jetzt? Ich binde das anders. Damit ich hier undercover rausgehen kann. Ist der denn? Sag mal, was machst du denn die ganze Zeit? Ich hab nochmal in der Dusche mit Katzenstreu wieder gestreut, genau. Damit das. Ja. Oh, jetzt habe ich hier der Gestank Hose. Weggeht. Oh, da gibt's keinen Gestank, da sag ich dir auch, Nachi, das ist eine tolle Idee. Wir sind gleich tot. Ja, okay. Ich kann vielleicht noch was anderes. Also, ich habe jetzt nichts mit. Ich hab also mit. Muss ich was mitnehmen? Nee, wir hauen jetzt ab, komm jetzt. Mein Gott. Hab gerade eine SMS bekommen. Oh nein, die Viehkrieger wieder. Ja, was denn? Gang Unit. Ach so. Störling. Okay, ja, lese ich morgen. Gut. Bandana. Hier ist schön so ein. So. Ach du Scheiße. Ich nehme jetzt nichts mit. Kein Funkgerät und keine Kette. Ich habe alles dabei. Ja, ich sag's nur. Was hat der denn jetzt am Kopf? Nicht gut oder was? Nee, Nachi, du siehst aus wie so ein 50-Jähriger, der nochmal es wissen will. du siehst aus wie hier Halfpipe Jeremiah. Okay, warte, ey. Nein, du siehst aus wie ein 50er, der es nochmal wissen will. Noch, ja, sag ich ja. Nochmal in die Pipe, Jeremiah. Ja, ich hab's verstanden. Scheiße, wir brauchen ein BMX-Fahrrad. Ich hatte mal eins, ich hab keine Ahnung mehr, wo das ist. Einmal bin ich mit dem Roller von der Frau Marsch ins Hafenbecken gefahren. Oh Gott, was? Lange Geschichte. Nee, wir müssen hier entlang, hier unten rum. Wie unten rum? Ich lauf doch nicht durch den Dings da gegenüber, bist du bescheuert? Ich geh doch jetzt auch nicht da bei den Vagos lang. Also. Warum laufen wir nicht einfach durch die Brücke und dann gehen wir rechts? Das ist doch wir Licht. Laufen da vorne. Hey, da vorne links und dann aber, sind wir doch aber kann ich noch mal reingehen und meine Knifte rausholen? Nee, Nachi, wir gehen andersrum. Nee, nee, das ist zu gefährlich. Ich hab hier auch Angst, also. Wir gehen hier lang. Gott, Leute. Ja, oh Gott, Leute. Euren Bezirk nicht hier im Griff, oder was? Ich hab, du, ey, ich hab du hast, dabei. Du hast, also. Ich hab alles im Griff. Bei dir, also, nee. Komm, wirklich. Ja, wenn da, was hast du denn jetzt hier? Auf dem Kopf? Gott, oh Gott. Ich krieg keinen aus dem Maul heute Nacht. Ne? Doch, ich glaube schon, weil die denken, du hast. Eine nee, ich sag dann, ja, und renn weg. Ja, wie würdest du es sagen? Wie würdest du es dann machen? Ich würde mir das dann abgucken. Dann mach mal vor. Ich muss es. Also, nicht, Hill ist der Deutscheste. Bitte? Ist auch so. Was? Der Amerikanischste. Du bist einfach. Man würde sagen, in Deutschland, du bist der Allmann in Person. Allmann? Was ist das denn? Das ist so wie Topcake. Ein Allrounder. Genau. Ja, so einer, der denkt, der ist es, aber der ist so ein Korrekter. Den Topfkeck fand ich heute übrigens besonders lustig. Der hat einfach wirklich in den Kübel geschissen, ne, beim Kukum im Laden. Wahnsinn, ey. Das würde ich auch mal gerne. Und dann der Kukum, einfach so eiskalt, squeaky clean. Der Foli, ihr Fall. Der hat viel von dir gelernt, Walter. Habt ihr denen eine Strafe gegeben? Der soll weg, der soll. Sie haben ihn. Nee, hat er nicht. Der soll einfach weggehen. Der Foley hat den Strafe. Also, ich weiß ja, dass der andere Foley damals von Henker ja vor Speedy geschissen hat und das in die Zeitung gemacht hat. Oh, den kenne ich auch noch, ja. Der war richtig. Da schließt sich der Kreis wieder. Wollte der dich nicht umbringen, Walter? Weiß ich nicht. Ich habe keine. Die Liste, die ist eben zwischen. Der war doch Blackhand. Operation Blackhand. Nee, das war nicht der, den du meinst. Doch, der hat aber mitgemacht. Nee. Den Foley, den ich gerade meinte, der war der vor Speedy. Der von Henker. Ja, aber der war nicht im Blackhand. Blackhand war. Oh Gott, so. Wie hieß der denn nochmal? War alles Pediler. Ja, das. Blackwood. Blackwood. Genau. Und noch zwei andere. Die wollten Scharfschützengewehre kaufen und mich abknallen. Überleg mal. Was?
Was? Ja. Wir können hier rechts rüber. Ja, also, der Blackhelm. Das ist aber düster. Das war, als wir, wenn jetzt gleich ein Helikopter auftaucht, ne? Das war als, ganz am Anfang war das, wo wir das PD übernommen haben. Ja, das war meine Ausbildungsklasse damals. Der Blackwood und der andere auch noch. Meine Ausbildungsklasse waren 3 Leute. Ich kann mich nicht erinnern, dass da jemand sowas gemacht hat. Doch. Da war ich schon Detective dann. Nicht alles schon passiert ist, ne? Ich hoffe, wir haben diese Woche noch so tanzende Gangster oder sowas. Also das muss mindestens noch einmal dabei. Es muss Tradition werden. Ja, aber ich muss sagen, morgen ist echt sehr unsicher bei mir. Okay. Muss ich leider wirklich sagen. Bleibst aber nicht in meiner Bude. Ja, wo denn sonst? Also ich dachte, du musst was. Wenn du in der Bude bleibst, kannst du auch arbeiten kommen. Ja. Hill schleißt sich bestimmt morgen früh raus und fährt mit dem Bus nach Hause, ne, Hill? Mit dem Bus, ja. Dann mit dem Taxi. Geld sparen. Und jetzt, Kukum? Geradeaus. Vom Lauf. Aber, oh, aber ich wollte ja da rechts entlang. Aber können wir nicht links und dann rechts? Das ist alles hell. Das ist schon ein bisschen gruselig hier. Das ist ein super. Wir können auch links und dann da rum. Ja, klar. Da steht auch ein Streifenwagen an der Tankstelle, der jetzt wegfährt. Aber. Oder was ist das da hinten? Ist bei Wein, ne? Also ich habe keine Angst in meinem Viertel hier. Ja. In deinem Viertel, Davis? Ja, hier gleich da hinten ist ja, ja nicht mehr. Strawberry ist hier. Ja, aber gleich nicht mehr. Ich glaube, dass der, zum einen der Evan Anderson, sich was einfallen lässt, jetzt um uns eins auf die Fresse zu geben, zumindest mir. Und ich glaube, dass die Aztekas sich jetzt was überlegen. Wird spannend die nächsten Tage. Weiß ich nicht. Ja, und dann haben wir ja noch diese Motorradfahrer und Hubschrauberflieger. Ich sag mal so, es wird nicht langweilig nächste Zeit. Ja, das glaube ich auch. Ach nee. Jetzt, wo gehen wir eigentlich überhaupt hin? Ich hier rechts. Dir. Also, unter der Brücke. Nee, was also ist unser Ziel? Ja, die Wohnung von Kukum. Ach so. Fantastic Place 1C. Das wird ja eine Fantastic Night. Geschlafen. Herr Kukum, hast du Kniffel? Irgendwo bestimmt. Aber ich spiele nicht mehr mit. Ne? Eine sexual übertragbare Krankheit oder was ist Kniffel? Warum? Also, das ist Wahnsinn. Das hört sich halt so an. Bei dem ist einfach, ey, wow. Das Ei muss so groß sein wie Nebraska, ganz ehrlich. Ich habe das Gefühl, wenn man Hill gegen die Nüsse treten würde, würde es einfach eine Fontäne geben. Können ja auch die U-Bahn nehmen. Platz. Aber wir sind ja schon da. Ja. Wie fandet ihr den ersten Tag der Freundeswoche? Schön. Auch gut überstanden alles. Enger zusammengebracht. Wir hatten viele Lacher, finde ich. Dachte auch, ihr kommt die nicht. Meiste gingen auf meine Kosten, aber das ist stimmt so. Überhaupt nicht. Ne? Naja. Also Ernest, wir sind doch tolle Freunde. Wir versuchen die ganze Zeit, dir eine tolle Frau zu besorgen. Wir haben jetzt einen Anhaltspunkt. Wir haben jetzt 2 Frauen zur Auswahl. Barabam. Die auch schon ein bisschen scharf auf dich ist, kann ich dir wirklich sagen. Und die vom Kase, die noch nichts von ihrem Glück weiß. Und die Eve? Nee, die ist, glaube ich, vorbei. Ich glaube auch nicht. Und die aus dem Ellis. Ja, die mit der Nummer. Oh, jo, mit der Nummer, die war ja noch eine. Da war ja noch eine. Ich würde da, das ist am aktivsten, glaube ich, fast schon. Ich würde mal gerne geradeaus und links rechts gehen dann, ja? Ja, aber ich wohne hier rechts. Ich weiß, nur geradeaus und rechts und dann nochmal rechts. Nee, ich will nur gucken, ob hier alles in Ordnung ist. Ja, guck mal. Ah, nicht gut, wie sie sich hier um meinen Bezirk auch sorgen. Ja. Die wird Vivi sagen, ah! Und wenn ich dann eine hab, kriegt Natschi dann auch eine? Natschi suchen wir dann auch eine, ja. Schön. Nee, muss ja gar nicht. Mach ich selber. Da einfach. Steht das schwarze Auto wieder, wunderbar. Ach, der Anderson, ne? Aber er wird ja nicht parken, wenn er ein Taxi ist. Naja. Da steht auch einer am Auto gelehnt. Das ist ja er. Stört mich hier auch, dass sie einfach alles hier zumachen. Bürgersteig. Ah! Gott, ich hab Motorrad, ich krieg wieder Schüttelfrost. Wo ist er? Ach
Das fährt weg von uns. Uns haben vorhin zwei Fahrradfahrer verfolgt und ich habe Panik bekommen. Aber die hatten halt die Lichter an und das sah aus, als wären das zwei Motorräder. Und haben Brummbrumm gemacht. Was haben die gemacht? Ja, also. Nein. Was haben die gemacht? Nee, war nicht. Die sind einfach nur ganz weit so hinter uns gefahren. Hey, hat ein bisschen Angst. So langsam. Ich habe halt gedacht, die verfolgen uns und gucken ganz langsam. Könnte man denken, das sind beides meine Autos, ne? Ist aber gar nicht. Super. Wo müssen wir denn rein? Sollte man das jetzt... Ja, bei mir hier. Oder am Seiteneingang. Aber hier ist schon gut. Oh, können wir nicht noch mal bei der Frau klingeln, die sie so toll findet? Wie hieß die noch? Die wohnt hier nicht mehr. Wer war das denn? Ja, den... Miss... Wie heißt sie nochmal hier? Die? Ah, hier, die ich am Stadtpark... Können wir nicht erstmal da reingehen? Ja, Mann. Ja, geht doch. Bitte, hier. Welche ist das denn? Ja, Kukum. Warum wohnen die nicht mehr? Boah, ist das rot hier. Hier können wir eine neue, hier können wir eine neue Staffel drehen von Verbotene Liebe oder sowas. Okay. Das ist doch schön. Rot. Gott, das tut fast in den Augen schon. Boah. Weil du kannst auch mehr, also echt. Kommt rein. Ja, gehen wir mal in den Kühlschrank, ne? Ja, was wollt ihr? Was ist denn für Figuren hier oben? Eine Sprite und ja, einen Hotdog würde ich nehmen. Glaube ich nicht. Hast du welche da? Hotdogs, ja. Kock. Guck mal, der hat hier so Actionfiguren in seiner Wohnung. Ey. Verdammte Scheiße. Ja, so Action. Kleine. Ja, lass sie da liegen. Ich hab doch gar nichts angefasst. Oh nein. In die Ecke. Ist das die berüchtigte Lavalampe? Das ist eine Lavalampe, ja. Ich hab mal, im Haus gut platziert. Ich hab mal gehört, Lavalampen haben mal für Verkehrschaos in dieser Stadt gesorgt. Ja, irgendwelche Leute da, ne? Das Butschi da, Kanäle. Mhm. Die Verrückten da. Und, ja, dann gib uns doch mal eine Rundführung hier. Was ist das hier, wenn ich fahren darf? Machen wir das erstmal. Das ist meine Küche. Ja, das hier. Was? Eine Voodoo-Puppe? Wer soll das sein? Noch niemand. Okay, wir taufen sie. Legen sie die ja. Auch zu ordentlich zurück, ey. Nicht immer hier. Schön in die Ecke hier ran. So. Okay. Voodoo-Puppe. Hier ist Schrank. Hier ist Ausgang. Ist ja nicht so besonders interessant, ne? Ja, wo geht's denn hier hin? Ah ja. Warum liegen hier über. Schrank. Sag mal, warum liegen denn hier über so Figuren rum? Linke Katzen. Hat er mir. Hatte ich halt. Ich weiß jetzt nicht, was creepy ist. Die Wohnung von Hill oder deine, bin ich ehrlich. Wir müssen das letzte Zimmer da noch. Für mich, warum hat der die Schuhe aus? Ja, ich hab's mir bequem gemacht. Oh, der kennt uns Schuhe aus. Mach doch mal, Walter. Nee. Hier, bequem. Oh, oh, ich schlaf da. I love you. Nee, hier was ist ich. Das denn? Ein Ballon. Von wem? Hab ich irgendeiner Ex-Freundin mal geschenkt bekommen. Irgendeiner? Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ah, noch eine Spur. Schon hat was, ne? Hat was. Ey, nimm auch Abstand zum Weg. Hey, nimm dir gerne so ein Video da unten weg, ne? Nimm dir das gern. Nimm dir alle drei am besten. Darf ich das hier gucken im Bett? Nein, du kannst drüben. Das gucken wir gleich zusammen, Natschi. Nein. Wir gucken zusammen, Was macht ihr denn da jetzt, bitte? Kannst du die Schuhe doch... Es ist gut, ja. Es ist gut, ja. Das gucken wir zusammen gleich, oder wie? Es ist gut, ja. Oder was? Naja. Oh, Walter! Nee. Ich schlaf wohl doch. Mann, ist das bequem, das Bett. Aber was ist hier? Wer guckt uns denn hier zu, Was ist das denn? Also, was ist das denn? Da ist ein Fernseher und hier ist ein durchsichtiger Spiegel. Kennst du keinen Black Mirror oder was? Was ist ein Black Mirror? Was ist denn ein Black Mirror? Black Mirror ist ein Fernseher. Ein schwarzer hier Mirror einfach. Da steht bestimmt irgendwer, irgend so ein, weiß ich nicht, ein Krima auf der anderen. Also hier ist ja noch ein bisschen Platz, Ernest, ne? Also wir können uns ja schon teilen. Ich komm mal mit hier. Ja, macht's euch bequem, ja, ne? Ja, Kuhme, ja. Kannst auch gerne dich dazulegen, ne? Nee, macht ruhig. Ah ja. Mann! Ich muss euch, hier mal. Nehmt euch den Leppi auf den Schoß ruhig, ne? Ach ja. Was ist? Ruf mal den Exorzisten an! Gott. Oh. Boah, weiß ich nicht, Natschi, ich glaube, du kannst die Bude verkaufen jetzt, ne? Wenn der da drin liegt. Ich bin ja jemand, der reinlich ist, aber das da... Ja, ich bin auch ein Reinlich. Ich habe heute eine halbe Stunde in der Badewanne verbracht. Hast du schon mal deine Füße von unten gesehen, Hill? Kruste. Wie Kruste?
Guck mal. Leg dich mal. Nee, leg dich vielleicht nicht. Noch leck dich mal, hast du gesagt? Leg dich. Ich bin doch keine Katze, der sich in die Füße leckt. Jetzt habt ihr euch da echt einfach reingelegt. Was soll das? Jetzt muss ich beziehen. Ich glaube, Peter hat auch kurz im Fahren lassen. Ich habe da irgendwas Fleischen gehört. So. Und das sind doch auch immer diese Lügen über mich. Ich gehe jetzt hier rein. Oh Gott, Der geht in die Dusche. Ich glaube es ja nicht. Was ist hier? Du hast heute schon. Ich wollte nur mal gucken, was hier los Achie. Ist. Hat hier aber auf. Das ist auch nochmal ein Black Mirror. Was ist da drin? In hier. Kleiderschrank. Walter, ich komme. Ja. Ach so. Der hier? Nicht warum hat der denn hier hochhackige Stiefel? Also. So, dann gehen wir mal wieder raus hier. Ich weiß nicht, was hier los ist. Nee. Na ja, gut. Dann gehen wir mal wieder raus. Ja. Weißt du, nee, Taschenkontrolle jetzt auch. Die Taschenkontrolle. So. Ja, sicher. Ja, guck doch. Ich hab doch nichts. Walter ist, der hat mir letztens Dino-Nuggies geklaut übrigens, ne? Ich hatte 4 Pakete Dino-Nuggies. Walter war einmal da. Walter. Was passiert denn hier, Walter? Was ist das für eine Zigarette? Was hast du denn da im Mund? Walter! Was ist das denn für eine Zigarette? Walter! Was ist das, Kuckuck? Wo hast du die her? Die war im Schrank. Die lag da. Ist da noch eine? Guck, geh mal gucken. Da ist doch... Hat der Nachi hier, hat der Drogen hier zu Was ist das denn für eine Zigarette, Mann? Große, eine gemütliche Entspannungszigarette auch. Nee, trinken sie auch mal jetzt auch ruhig was. Was ist das denn? Marihuana. Ich bin enttäuscht, Nachi. Wieso enttäuscht? Oh. Du kannst doch nicht hier Drogen spritzen. Willst du mal ziehen, Ernst? Das ist locker. Oh, nee. Das ist über ein Jahr alt. Oh Gott, warum sagst du mir das denn nicht früher? Walter, du kannst doch auch nicht alles in deinen Mund stecken, was du so findest. Ja, weil ich. Das sagst du, kleiner Fickbolzen, die ganze Zeit. Nee. Wisst ihr, was ich witzig finde? Ich rauche die nicht, weil ich mir denke, ich darf 48 Stunden nicht in Dienst gehen. Und jetzt wirbelt die jetzt hier weg. Nein, ich habe ja nur. Ich habe hier gar nichts. Ich habe da nur einmal. Der Walter hat allein hier gezogen. Ich habe da nur einmal drin gezogen. Ey, was ist denn das für ein Scheiß? Oh, Walter. Was ist das denn für eine Zigarette? Ah. Das ist Tabak und. Aschgift. Ich hab auf einmal so Hunger, ey. Ja. Walter. Du wirst auch mal auf jeden Fall trinken, bitte. Viel. Ey, wenn jetzt der Drogentest kommt, ne? Ja, den würde ich jetzt mal gern testen. Ja, hol doch einen Drogentest. Haben wir nicht noch Officer im Dienst? Ja. Kann noch mal jemand einen Drogentest vorbeibringen? Ja, du bist der größte Ficker, wenn du das machst, ne? Ich sag's dir. Schreiber. Nee, ich würde das wirklich. Schreiber hält auch still. Wir können einfach kurz. Der hält still? Wir wollen den jetzt nicht hier. Wir können den Koskela ja mal fragen. Der ist ja auch einer, der so. Ich ruf mal Schreiber an. Nein. Der kommt vorbei, oder was? Ich hol Schreiber. Was macht der denn jetzt so? Echt? Bin ich. Hab ich Drogen genommen oder denn? Was ist denn hier los? Yep. Nee, wirklich, so ein Drogentest nur vorbeibringen. Wir machen das hier drin. Das kriegt man. Nein. Die sollen die das sind doch keine Drogen. Ich möchte wissen, ob die testen. Ach, boah. Doch, das so ist Marihuana. Ist doch nichts Schlimmes. Ach, schlafen, Alter. Jetzt hat der Walter Drogen genommen. Warum hast du denn Drogen im Haus, Nachi? Wenn jetzt einer uns filmen würde, ne? Der würde denken, wir drehen hier irgendeinen Film. Long John Donny, der Bandana Man und der Weiße. Three Guys von Smart TV. Ich hab 2. Von Smart TVs. Und ein Rechner hier in der Ecke stehen, da habe ich alles angeschlossen. Oh, was ist das denn hier? Was ist denn hier? Moment. Das sind meine Briefe, die ich so bekomme hier. Hä? Geht hier? Was ist das denn hier, Nachi? Nee, das ist also ein Pongo-Ding. Warum steht das hier? Finde ich auch manchmal schön, ein bisschen musizieren. Ja, nicht so. Was ist das hier im Moment? Gott, oh Gott. Etwa eine Gitarre? Ja. Wollen Sie spielen? Ich nehme mal. Ist die gestimmt? Oh, das klingt aber nicht gut. Ja, nicht so gut. Jetzt aber nicht hier Wonderwall spielen. Nachi und der Hill. Das sind die Will. Nee. Und wir sind Walter und Hill. Moment. Ich muss erstmal hier komponieren. Ich hab 2 Freunde,
Freunde, das ist der Hill und der Nachi. Ich glaube, Walter ist high. Walter, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. Du bist mein Nachi, ich bin dein Hill. Oh, das habe ich noch auf dem Handy. Soll ich das mal? Ja, mach mal. Ja, kann ich. Och, das ist jetzt hier für die Stimmung, doch ist doch super, oder? Ja, die Gitarre mal da wieder ab. Ich hab die auf dem Tisch gelegt. Schön. Ich bin dein Nachi, du mein Hill, wie ein Liebespaar im Glück. Mit dir blicke ich so gerne in die Zeiten zurück. Wir wandern Hand in Hand auf dem Weg der Zweisamkeit. Mit dir fühle ich mich glücklich, spür die Freude weit und breit. Wie füreinander bestimmt sind wir beide. Das höre ich mir jeden Abend an. Wie füreinander bestimmt. Wenn ich einsam bin. In allen Zeiten. Ich bin dein Nachi, du mein Hill. Egal welcher Sturm auch tobt. Mit dir ist auch Sonnenschein, selbst in der allergrößten Not. Mit Moment mal, was? Was? Was steht da? Walter? Das ist ein Brief, der liegt hier. Lies mal vor, Walter. Hallo, lieber Herr Kukum, willkommen in unserer tollen Nachbarschaft. Zu Vino sagen wir No. Also wenn Sie mal Lust haben auf zu ein... Zu Vino sagen wir Nino. So. Achso. Wenn Sie mal Lust haben auf ein nachbarschaftliches Stell-Dich-Ein mit Grillgut und Wein, laden wir Sie herzlich ein. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Umzug und Einstand. Mit vielen lieben Grüßen, Ihre neuen Nachbarn T plus M. PS, falls Sie vegan oder vegetarisch sind, würden wir Sie auf das Grillen, würden wir das Grillen berücksichtigen. Okay. Können wir die mal anrufen? Nee, schon. Das ist doch die Maxine Denver, das können Sie ja nicht. Die, ja, weiß ich ja. Das ist hier alles so zu entdecken gibt. Dies ist reine Rose. PS, eine echte, hat leider nicht in ihren Briefkasten gepasst. Ja, da bin ich. Hat sie doch, wilder Buber. Ja, weiß ich ja nicht. Wie viele Liebesbriefe der hier hat. Moment mal. Nee, nicht alle so nett. Hallo, Herr Nachi, ich habe Sie nicht vergessen. Ich hatte nur keinen Bock, Ihnen Briefe zu schreiben, aber jetzt habe ich wieder Bock. Nett. Ich finde, ein guter Kontakt zu der Nachbarschaft hat fast nur Vorteile. Gestern Abend entnahm ich komische Laute aus dem Flur und ich dachte, vielleicht haben Sie Damenbesuch. Bitte? Ich finde es auf jeden Fall super, wenn Sie etwas Rücksicht auf die Nachtruhe nehmen. Herr Kukum! Kleiner Tipp. Kann ich, ja, war ich nicht, aber... Sie könnten eine Wolldecke vor den Türspalt legen, solange wenige Geräusche nach außen, oder? Sie verschieben Ihre Dates ins Auto, das wäre nicht nur besonders ausgefallen, sondern auch ziemlich praktisch für uns alle. Ihre Lieblingsnachbarin. Hm. Ich glaube, die will auch flachgelegt werden. Weißt du, wer das ist? Das ist wahrscheinlich die gleiche. Wahrscheinlich war es die gleiche. Okay, wir haben noch mehr Dokumente hier. Ich bin jetzt... Frau Denver, warum sind Sie... Also, das ist doch... Eintrittskarte für den Zugang in einer Goldfischfahrgeschäft. Ist das auch von Frau Denver, oder? Ist ähnliche Schrift. Bei ihren ersten Besuch gibt es ein Glubschi-Golf-Fisch-Goodie als Glubschi-Golf-Fischi-Goodie-Anhänger gratis dazu. Bei einem Kauf von Glubschi-Golf-Fischi-Goodie-Frosch-Bein-Schenkelfutter mit Glubschi-Golf-Fisch-Goodie-Insekten-Talerbröckchen gibt es ein echtes Golf-Fischi-Skelett als Dekoration obendrauf, damit sie ihre Gold Glubsch, auch ordentlich wohlfühlen. Das ist mir zu kompliziert. Keine Ahnung, darum, was für eine perverse Scheiße geht. So. Oh, Digga. So. Scheiß drauf, Digga. Schön hier, aber waren Sie schon mal in Del Perro? Oh mein Gott, bloß weg damit. Ja, das ist echt frech. Ja, jetzt haben wir noch letzte hier. Ich habe noch nicht in die Frenze gegeben. Ja. Schön hier, aber waren Sie schon mal in Court Center? Oh. Was hat das zu bedeuten? Hab mir nichts dabei gedacht. Was gibt's denn noch hier zu entdecken? Warum sind überall so Fick-DVDs hier da und schon wieder? Fick, ja. Ja, und ich bin der die ganze Zeit, ne? Mal gucken, was noch so gibt hier in der Wohnung. Das war's schon fast, glaube ich. Aber bitte nicht alles in den Mund stecken, was du findest, Walter. Das macht mir Sorge.
Taschenlampe. Oh, da ist die, gut zu wissen. Ist das so eine Flashlight? Was ist das? So eine normale Taschenlampe. Ach so, ja. Haben sie die jetzt rausgenommen oder was? Alter, drängel doch nicht so, weil es kann auch ein Stück rücken. So, Leute, wir machen jetzt Folgendes. Pass auf. Stell mal das Tierchen jetzt hier auch wieder hin. So, Moment. Die waren sauteuer. So. Ach, die Walter super. Klaut hier noch was. Quatsch. Er starrt uns an. Der bei mir auch. Er starrt uns die ganze Zeit an. Und die Chibis, die sind richtig wertvoll. Handmade von Locals. Walter? Bitte? Willst du jetzt die Danielle anrufen und so tun, als wärst okay, du ich? Okay, ich ruf da mal an, gib mal die Nummer. Okay, ja, hier. Ich zeig dir. Echte Nummer gegeben. Du musst so ganz traurig tun. Ja, ich red einfach so wie du. Als wärst du ich. Ja, okay. Ja, klar. Mach mal. Das geht so in die Hose. Psch, psch. Danach rufe ich Hanni an und tu, als wäre ich okay. Du. Ja. Hallo, hier ist der Ernest. Nee, geht nicht ran. Du hast doch noch Tuten. Sag mal, Walter, also. Ja, ich sag die ganze. So, jetzt rufe ich Hanni an und tu so, als wäre ich Walter. Die findet das heraus, okay. Und will dich köpfen. Ich würde es lieber lassen. Kündigen. Ich ruf ja einfach Unbekannt an. Machen wir so Improvisation von uns gegenseitig? Ja, hallo, hier ist der Walter. Ja, genau. Ach, ja. Ja, das war nicht so gut, ja. Gebe ich ja selber zu. Es war ein Versuch, ich wollte was wagen. Das aber... so, also weiß ich ja nicht, ne? Ja, ich wollte irgendwas mit Scheren reden und so. Sag mal. Ja. So. Hey, macht's euch auch einfach bequem, würde ich sagen. Ja, ne? Gleich drüben im Bett, ne? Nee, da gehe ich jetzt den Schließ ab. Wie? Ich hab Angst, ein bisschen. Ein bisschen aber nur. Du lässt mich jetzt wirklich mit Walter, der hier Drogen genommen hat, hier alleine, oder was? Ja, ist doch, wieso? Passiert doch nichts. Ich habe vielmehr eine andere Frage. Warum haben Sie so viele Ringe bei sich, Herr Kukum, im Schrank? Die habe ich entdeckt, als ich meine alte Wohnung ausgeräumt habe. Das sind alles Verlobungsringe. Verlobungs- und Eheringe. Ich habe dafür bezahlt. Zwei Eheringe, genau. Relativ ich habe der Frau Kelly $10,000 gegeben, damit sie den Herrn Kukum heiraten kann. Ja. Und jetzt habe ich die $10,000 in Form von Schmuck. Die nehme ich aber nachher mit. Nee. Was? Klaust? Nee, ich klaue nicht, wenn ich das schon sage. Doch. Weil ich nicht dafür bin, dass du mein Eigentum mitnimmst. Du hast das Geld ja einfach jemandem geschenkt. Ja, aber nicht dir, sondern ihr. Ja, richtig. Damit ihr zusammen glücklich werdet und nicht damit du für $10,000 Goldschmuck hast. Das ist ja wohl mal nochmal ein Unterschied, ne? Nee, ich verkaufe die auch wieder. Ja, Gewinn bringt wahrscheinlich. Nee, das macht der Nazi doch nicht. Gewinn bringt verkaufen. Ich weiß nicht, was die kosten. Ich gehe zum Laden und gebe die ab und guck, was ich kriege. Naja. Gut. Hoffentlich so annehmen. Ich mach mal. Oh, ich werde dann. Also. Eingeschlafen schon? Hast du von diesen Drogen noch was? Das scheint echt gut zu sein. So. So, liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir sehen uns wieder. Morgen ab 13 Uhr, Leute. Darf gut. 12 Stunden und 9 Minuten machen wir live mit Cyberpunk, mit GTA RP. Und ja, gute Nacht, Leute. Dankeschön für alles, Leute. Ihr seid die beste Community ever. See you tomorrow.